Hallo? Gottes Segen an. Dir auch, mein lieber Gott, segne dich. Ich sehe, du bist ja nur am Arbeiten, damit die Muslime schön 6, 7 Kinder machen können und Kindergeld bekommen. Auch eher in der Welt. Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt. Du warst kurz Man weg. hört dich nicht. Also jetzt höre ich dich, ja. Was kann ich für dich tun? Hört ihr ihn oder höre ich ihn noch nicht? Also, der hat sich stumm geschaltet. Hör. Du hast dich stumm geschaltet. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, willst du was sagen oder was willst du machen? Oder willst du die ganze Zeit nichts sagen? Nee, ich wollte nur sagen, dass die Muslime, ich arbeite ja beim Jobcenter, da sind nur Muslime, die sich handeln. Echt? Ach, du bist der wahre Ich arbeite ja beim Jobcenter. Ja, und dann siehst du jeden Tag die Muslime dort oder was oder wie oder was? Ja, die kommen da alle rein mit so einem weißen Gewand und die Frauen, da kann man nur die Augen sehen und ach, da kommen komisch. Nee, jetzt ehrlich oder machst du jetzt Spaß? Ja, ehrlich. Also, okay. Dann Also die glauben wir dir meisten, mal. ja, das sind so aus Syrien, Afghanistan. Ja. Ja, und die wollen dann wieder Hartz IV beantragen, aber die müssen ja ein Jahr gearbeitet haben fürs Hartz IV. Fürs Bürgergeld. Ja, du siehst ja, wie aber auch die Ukrainer behandelt werden, ne? Als wären das so Edelflüchtlinge. Ja, der Unterschied ist, dass die Ukrainer halt mit der Porsche hier rein spazieren, ja? Mit ihren Ja schönen klar, Luxusautos. man muss ja fachgerecht sein Geld abholen. Man muss ja schön vorfahren, ne? Mit einem schönen Benzer oder Porsche oder was, ne? Das ist ja das Muss. Hallo? Ja. Okay, mein Lieber, dann hast du noch eine Frage? Nee, alles gut, dann bin ich Okay, raus. mach's Ciao. gut, Gott segne dich, ja. Ciao. Dr. Schäg, Hey, mein Bruder, Gottes Segen. hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, Gott sei Dank. Wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Alhamdulillah Jesus. Wünsche deiner Familie natürlich auch alles Gute, Bruder, so wie du es immer tust. Ja, danke, ich dir auch. Ja, Mann, der Junge, der wo gerade Was geht drinnen ab war, der bei war dir? auch an dem Tag dabei. Da war was? Der Junge, der wo gerade drin war, der war auch an dem Tag dabei, wo ich bei diesem unwissenden Jahil haben die Debatte führen wollte. Ja, den Hamdi muss man einfach nur den Hadith zeigen, in dem sein Prophet gesagt hat, ihr sollt euch nicht die Haare schwarz färben. Der muss, Ja. drängt den Hansi, der muss sein Bart orange färben. Warte. Guck mal hier. Das ist so Was heftig. er sagt. Bruder, du hängst. Oh, Bruder, du nicht schon hängst. wieder, Mann. Häng ich oder Ja, was? so ein bisschen. Nur ein klein bisschen.
Hänge ich oder ist das bei euch auch so oder was? Jetzt ist perfekt, Bruder. Jetzt ist gut. Okay. Jetzt ist super. Jetzt ist super, super gut. Alles super ist so wundervoll. Ich singe für euch ein schönes Lied. Ich suche gerade etwas, damit ich euch das zeige. Ja. Hier, guck mal, eine Fatwa. Pass mal auf, ihr Leute, ihr Lieben. Soll ich euch die Fatwa etwa vorsingen, oder was? Ich würde gerne wissen, ob es Muslim. Nein, Spaß beiseite. Ich würde, Frage 476. Ich würde gerne wissen, ob es Muslimen erlaubt ist, ihre Haare zu färben. Ohne Henna. Alles Lob gebührt Allah. Jabir bin Abdullah berichtete, dass Abu Khuhafa am Tag der Eroberung Mekkas gebracht wurde und sein Kopf und Bart weiß waren wie Tharama, eine Pflanze, deren Blüten und Früchte weiß sind. Der Gesandte Allahs, Allahs Gebete und Frieden seien auf ihn, sagte, ändere dies mit etwas, aber vermeide schwarz, berichtet ja, von Sahih Muslim. Nummer 3962. Siehst du, der Gesandte Allahs, also Mohammed, sagte, ihr sollt euch eure Barthaare oder schwarze oder hier Kopfhaare nicht schwarz färben. Ibn Abbas sagte, der Gesandte Allahs sagte, am Ende der Zeit wird es Menschen geben, die ihre Haare schwarz färben werden, wie die Feldfrüchte, Tauben, sie werden niemals den Duft des Paradieses riechen. Der Hansi wird niemals das Duft des Paradieses riechen. Pass auf. Berichtet von Imam Ahmad, siehe auch in Sahih al-Jami, Nummer 8153. So macht Dr. Sheikh das. Er schickt ihn mit seinen eigenen Quellen in die Hölle, den Hansi. Und diese ganzen anderen verlogenen, heuchlerischen Munafirin, die sich hier rumtummeln. Bruder, du sprichst mir aus der Seele. Soll ich das etwa nochmal rezitieren? Es ja. wurde berichtet von Mohammed, der sagte, ihr werdet das Duft des Paradieses nicht erreichen, wenn ihr schwarzes Haar färbt. Damit das besser ankommt, weil ich denke, diese Rezitation fruchtet dann mehr, weißt du? Auf jeden Fall bei dem. Ihr wisst ja, wie der Hansi aussah. Dr. Sheikh, mach mal bitte das Video an, wo der Hansi wie ein alter Opa aussieht. Welches meinst du, Bruder? Er sieht immer so komisch aus. Nein, damals, wo er mit diesem Christen da debattiert hat über diese Dschihad, der mit der Brille, dieser Christ. Das hat ja 1 Million Aufrufe oder was? Das ist noch von Iman TV. Da war er noch bei Iman TV. Warte. Mal sehen, ob wir das finden. Wenn wir Iman TV haben die. Warte mal bitte. Amir, eine Glaubensschwester. Warte mal, Dr. Sheikh. Amir, eine Glaubensschwester hadert mit sich selbst. Der Islam zieht sie an. Hast du einen Rat? Ja, zeig ihr nur Sure 4, Sure 4, 34. Zeig ihr Sure 2, 223. Zeig ihr auch die ganzen Aussagen von Mohammed. Ja. Und da gibt's noch so viel mehr, was man hier zeigen kann. Bruder, ich aus der Nase zu gefunden. Ich hab's ratzfatz gefunden. Ja, das dürfte ja wohl dann reichen, oder? Hast du? Ratzfatz habe ich's gefunden, natürlich. Ja, sehr gut. Ratzfatzi. Ratzifatzi. Es ging ganz schnell. Okay. Spielst du auf eine spezielle Stelle? Oder was? Das geht mir gerade auf den Nerven, Mann. Das geht gar nicht, Mann. Brudi, Brudi, spielst du auf eine spezielle Stelle? Ich warte kurz.
Bruder, du hängst wieder da. Wundervollen grauen Haare. Aktuelles Bild, wurde. Ich sag dir Bescheid, wenn du aufhängst zu hängen, Bruder. Jetzt. Ich ist gut. Ja. Dann okay. Wenn wir das nochmal schicken. Okay. Okay. Warte, findest du es noch hängst du mir das? Und das machen. Oder immer noch hängt. 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 Shake, hörst du mir überhaupt zu oder was ist da los mit dir? Natürlich höre ich dir die ganze Zeit zu, aber kann sein, dass du gesagt, zeig einfach doch Andi mit seinen grauen Haaren und dann zeigst du ein aktuelles Bild. Und dann können die Leute selber entscheiden, ob er auf seinen Propheten hört oder ob er ein Munafir ist und ein Heuchler und zur Hölle fährt laut seiner Religion. Ach, das meinst du, Bruder, du hast doch mal ein bisschen, dann hast du da ein bisschen gehängt. Du kannst das auch gerne verwenden für deine Antwort. Kannst du ihn da schön wieder reinbrettern. Da. Schöne weiße Haare. Was? Da. Ja, genau. Da, guckt euch das mal bitte an. Seht ihr das? Geh mal ganz nah dran. Bruder, das ist alles weiß, Mann. 90%. Siehst du? Alles weiß. Und das war schon vor 10 Jahren hat er das gemacht, richtig? Ja, das ist schon älter. Das ist 6 Jahre alt. Der Hansi ist sehr eitel. Der Hansi ist also sehr eitel. Er würde lieber sein Haar färben, anstatt auf seinen Gesandten Allah zu hören und seine Haare und sein Bart orange zu färben. Die beste Farbe, mit der ein Muslim seine Farbe verändern sollte, ist so orange, sagt der Mohammed, so gelb. Guck, hier weiß und hier auf einmal schwarz. Ja, genau, da ist er, siehst du? Da auf einmal wieder schwarz. Und die Farbe ist was? Schwarz. Siehst du? Das, was Mohammed gesagt hat, mach das nicht. Oder hört er also auf seinen eigenen Propheten, ihr Lieben? Ist das also jemand, der auf seinen Propheten hört? Oder hasst er seinen eigenen Propheten? Er wird nicht mal den Duft des Paradieses riechen, laut Mohammed. Ist das zu fassen? Nur wegen schwarzer Haare färben? Das kann doch nicht normal sein, Mann. Bald ist er Blondine. Ja. Der Hansi muss eigentlich eine Blondine sein. Ja. Ja. Ja, guck mal, was er sagt hier, Bruder. Schau mal, was er hier sagt. Guck mal. Warte. Na, guck mal das jetzt an, was er hier sagt. Warte. Ich habe extra aufgenommen, schau mal. Warte, mein Video kann das widerlegen. Bis jetzt, wo ich begrabe euch in einer Nacht, der eure Scheitan euch genannt haben, wie er lügt, er hat Angst von mir. Er will mich nicht debattieren. Der Klaus, die berühmt, dann gibt es die Fiasse, bla bla bla, kann es erlegen. Ich habe ihn begraben. Alia Nathan, begraben mit seiner Frau. Ja. Ich habe Amir begraben. Der Einzige, den er begraben hat, ist sich selber. Sie hat sich selber 8000 Knockouts verpasst, nur sich selber. Ja, der knockt sich selber aus während Spaziergang. Warte. Was für ein Auffassungsvermögen der besitzt, ne? Wie realitätsfern der denkt und wie realitätsfern er auch handelt. Bruder, eine Debatte, der hat gegen mich 6 Anwälte gebraucht, plus das Recht auf Stummen, plus das Recht auf Kicken, plus das Recht auf alles andere, nur damit der mich nicht zum mein Argument bringen lassen kann. Ich habe dieses Kindergartenvideo 5 Minuten lang geht es hochgeladen. Ich habe alle Sachen dazu rausgeladen. Ich werde einen Livestream machen und dann werde ich ihn von A bis Z zerfetzen. Und wenn er danach noch meint, er hat ein Gesicht, dann soll er auf TikTok weiterhin verbleiben. Wenn er ehrlich ist, löscht er danach sein Kanal. Wenn er ehrlich wäre, würde er auf seinen Propheten ja hören. Und würde ja nicht seine Haare schwarz färben. Ja, das sowieso als allererstes mal voran. Ja, Alter. Ohne Witze.
Lustig, lustig, ey. TikTok ist auch lustig, ey. Auf einmal habe ich meinen Hauptaccount wieder zurückbekommen, ey. Das ist echt lustig. Ich habe Ja. das nicht gewusst. Bis du es mir gesagt hast, ich habe es nicht gewusst. Lass mich das nochmal vorlesen. Es wurde auch vom Propheten berichtet, dass man graues Haar ändern und jede Farbe außer Schwarz verwenden sollte. Abu Dhar berichtete, dass der Prophet sagte, die besten Mittel, um graues Haar zu verändern, sind Henna und Kattan, eine henna-ähnliche Pflanze, die als Farbstoff verwendet wird. Überliefert von At-Tirmidhi in Nummer 1675. Er sagte, dies ist ein Sahih Hassan Hadith. Haare mit reinem Schwarz zu färben ist Haram, weil der Prophet sagte, vermeide Schwarz. Und weil in dieser Angelegenheit von Strafandrohungen berichtet wird, diese Regelung gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber wenn der schwarze Farbstoff mit einer anderen Farbe gemischt wird, so dass er nicht mehr schwarz ist, ist daran nichts auszusetzen, siehst du? Und was macht Hamdi? Genau andersrum. Genau das Gegenteil macht Also er. Plus. über 500, 600 Millionen von Muslimen fahren alle zur Hölle, weil sie sich die Haare und Bart schwarz färben. Ist das Normal, zu Bruder. fassen? Oder normal, die wollen sexy sein, Bruder. Plus, es gibt einen Hadith, Ich mach dir, gibt nur, warte, ich mach der das Lied darf jetzt für nur. dich an. Warte ganz kurz hier. Warte. Da fällt mir direkt das hier ein. Pass auf. Jetzt geht ihr alle kaputt. Ja, das Lied fällt mir direkt ein als erstes. Ein Moment. Jetzt will der Ah, Junge du wieder Heilige. rein. Warte auf, warte. Jetzt hören. Ja. Jetzt hören. Ich tanze dazu. Jetzt geht's ab. Jetzt guck mal, was der Dr. Sheikh Abu für diese ganzen Muslime gemacht hat, die sich die Haare färben. Das Lied. I'm too sexy for my love. For my love. Yeah. Genau, Alter. Ihr nur das gekriegt, ja. Ich hab für euch alle Lieder, Fahrer, sofort. Mama, Hansi, Hansi muss dann so laufen. Mit so Spaß. Too sexy for some hoodies, too sexy for some hoodies. I'm too sexy with my butt. I'm too sexy with my hair. Ja, Mann. Oh, was die Conny sagt, wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt. Mein Rückgrat kommt gleich wieder raus, Mann. Ich kann nicht mehr. I'm too Der sexy for some hoodies, too ist sexy. wirklich too sexy with his beard, too sexy with his hair. Nur so muss man das Ganze machen, ehrlich. Ich Weil das schwör's Ganze ist dir. schon so lächerlich, das Ganze ist schon so lächerlich, dass wir dem Toren nach seiner Torheit antworten. Merkst du es jetzt? Antworte dem Toren nach seiner Torheit, damit er sich Jetzt. nicht rühme, dass er was Besseres wäre oder so. Nur mit seiner eigenen Schrift ihn vernichten. Das war's. Tschüss. Das war ein Knockout. Auf Wiedersehen. Ich schwör's dir, du brauchst einfach nur einen Stab in seinen Kopf zu stecken und es ist ein Besen. Eins zu eins. Allerlustigste ist, es gibt nur einen einzigen Fall, wo er sein Bart, wo er sich selbst so machen darf, dass er jünger aussieht. Und das ist nur im Kriegsfall. Wo befindet sich Hamdi bitte im Krieg? Ja, da gibt's auch dann deine Ausrede. Dann sagt er, ja, ich mache doch Dschihad gegen euch Kuffar und mache Dauer, damit ihr seht. Ich schwör's dir, der macht Glaub nichts mir! bevor Glaub Dschihad. mir, der würde mit der Ausrede kommen. Glaub es mir. Kommt auch mit der Ausrede. Hey. I'm too sexy with my beard. Mama, mach mal nochmal Hansis Bild rein, bitte, da mit diesem Bart, bitte einmal. Warte, Bruder. Ich kann noch ein bisschen Bewegung reinmachen in das Bild, guck.
Da ein bisschen Bewegung, Kopfnicken. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Oh. Das kannst du keinem erzählen, was der Hansi da praktiziert. Und dann will der mit Christen auch noch reden. Kannst du so in die Tonne schmeißen. Ne? Dem ist sein Gericht, ne? Der Herr Jesus Christus hat ihn 100, ja. Ich will nicht sagen hundertprozentig, aber so zu 99%, wie er die Bibel korrumpiert hat, wie er die Bibel ausgelegt hat nach seinen eigenen Lust und Laune. Ihr seht ja, was der mit der Bibel gemacht hat, auch die lächerlich gemacht bei der Debatte mit Klaus und sowas, ne? Unglaublich. Ah, jetzt ist der endgültig gesperrt. Jetzt ist der endgültig gesperrt. Hier steht nur noch User. Ja, das war's. Heftig, ne? Das war's. Ja, dein Account wurde gesperrt. Ja, ich glaube, das war dann zu viel, ne? Weil er dann wieder irgendwelche Bilder gezeigt hat, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Deswegen vermeide ich diese Bilder zu zeigen, ne? Wenn ich meine Kamera dann umdrehe, das habe ich ja schon mal gemacht, als ich gezeigt habe, wie so ein Libanese eine 10-Jährige heiratet. Ein 26-jähriger Libanese heiratet ein 10-jähriges Kind, 9-jähriges Kind. Hallo, Gottes Segen. Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke auch dir. Du, ich wollte noch wissen, kannst du mir das nochmal sagen, diesen Hadith, wo Mohammed gesagt hat, dass man sich den Bart nicht färben darf. Schwarz halt. Also, ich zitiere nochmal. Jabir bin Abdullah berichtete, dass Abu Qudhafa Khuhafa am Tag der Eroberung Mekkas gebracht wurde und sein Kopf und Bart weiß waren wie Tarama, eine Pflanze, deren Blüten und Früchte weiß sind. Der Gesandte Allahs sagte, ändere dies mit etwas, aber vermeide schwarz. Das wurde berichtet in Sahih Muslim, Nummer 3962. Okay, schön aufgeschrieben. Okay, danke, danke. Und weiter heißt es, Ibn Abbas sagte, der Gesandte Allahs sagte, am Ende der Zeit wird es Menschen geben, die ihre Haare schwarz färben werden, wie die Feldfrüchte, Tauben, sie werden niemals den Duft des Paradieses riechen. Berichtet von Imam Ahmad, siehe auch in Sahih al-Jami, Nummer 8153. Sahih al-Jami, Hadith 8153. Ja, genau. Sahih Muslim 3962 ist richtig, ja. Und dass der Mohammed gesagt hat, wer sich die Haare schwarz färbt, fährt zur Hölle. Sahih al-Jami Nummer 8153. Okay, habe ich. Ich habe die zwei. Ja. Also, wenn der dir irgendwas will, ne, kannst du den sofort in die Hölle schicken mit seinem Propheten.
Du kannst den Drake One-Way-Ticket geben, laut einem seiner eigenen Religion. Ja, das soll man ja auch ihnen beweisen. Man weiß ja nie, ob er sich dann zum Herrn bekehren will oder nicht. Kann ja alles passieren. Ja, aber wenn er einen auf cool spielen will, weißt du, was ich meine? Ja. Weiß er, wie er ist. Weiß er, wie arrogant der umherspaziert und so tut, als würde er sich so ultra gut auskennen. Verstehst du? Aber dabei ist es ja gar kein Wissen. Ja. Das ist einfach nur Blödsinn erzählen den ganzen Tag. Hast du noch das mitbekommen, dass in einem Livestream von Klaus zum Beispiel, wo er, nein, nicht mit Klaus, sondern mit dieser Christin, da hat dieser Imam TV, Sertac hat gesagt, dass Abul Bara das nicht gesagt hat mit den 99%, dass die Muslime nicht in die. Ja, natürlich, die schämen sich dafür. Die schämen sich in Grund und Boden, ne? Abul Bara hat was anderes gesagt und Sertac hat ihn dann angelogen. Also im Livestream, hat sich selbst blamiert, kann man sagen. Ja, natürlich. Das habe ich ja, das hat der eine Bruder da gemacht, der mit dem Sufi-Disco-Tänzer debattiert hat, der Marvin, glaube ich, heißt der, ne? Pass auf. Der hat das geschnitten gehabt und. Ich will das doch. Nein, bitte, warte mal. Ich zeige dir. I will show you. Und damit bin ich ja damals zu Abu Naji gegangen. Und zwar hier. Hier sage ich das, hör zu. Ah ne, warte. Wo war das? Hier. Hier war ich der. Ich habe mich auch von einer in diesem Buch, der Frau war sich wirklich Ich habe noch eine Idee. Allah sagt, du fährst bei allen Ewigkeiten nur durch von 1970 bis 1972. Und es gibt keinen, der nicht da durchgeht. Du wirst die Hölle fahren. Siehst du, jetzt lügt der Abu Naji, da drüber geht, da drüber ein. Du wirst die Hölle fahren, erstmal. Pass mal auf, jetzt gibt das Abu Naji dazu. Das ist ein Versprechen von Allah. Da. Geh erstmal in das Höllenfeuer herein. Und später, ich rede nur über Muslime. Nur über Muslime redet er. Er sagt nicht Muslime. Du bist ein Ungläubiger und hast mit dem Islam nichts zu tun. Eine Frage. Ja. Ist unser Akida, dass es auch Muslime geben wird, die erstmal in das Höllenfeuer hereingehen? Antwort? Ja. Antwort ja. So sieht's aus. Wie soll ich eiskalt, siehst du, Muslime fahren erstmal, von 100 Muslimen gehen erstmal 99 ins Höllenfeuer und einer wird nur gerettet. So ist das. Ja, das ist wirklich. Und das krank, ist es, weil Allah das angeordnet hat in Sure 19, Vers 70 bis 72. So sieht's aus. Man kann den Muslimen absolut nicht vertrauen. Absolut nicht, weil jeder von ihnen irgendetwas anderes sagt. Du musst also zurückgehen zu den Quellen und Mohammed selber zitieren. Die Gelehrten zitieren und alles wirklich, damit die Muslime schön ihren Mund halten. Ja, so sieht's aus, nämlich. Ja, dann wollte ich noch wissen, diesen Hadith, wo der Beweis ist, dass Mohammed mit Aisha halt, das mit dem vor der Menstruation. Gebe ich dir. Man kann von dir so viel lernen, Amir, das ist unfassbar. Ja, ich habe das ja auch alles gelernt und gebe das ja weiter an euch, damit ihr das auch nutzen könnt. Hier, schreibt das auf. Sahih al-Bukhari 61:30. Ich zitiere für alle, ich spielte in der Gegenwart des Propheten mit den Puppen und auch meine Freundinnen spielten mit mir. Wenn Allahs Gesandter meinen Wohnort betrat, versteckten sie sich. Aber der Prophet rief dazu auf, sich mir anzuschließen und mit mir zu spielen. Es war ein kleines Kind, Mann. Das Spiel, jetzt pass auf, das ist der Kommentar von Ibn Hajar al-Asqalani. Der sagt, das Spielen mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten. Aber für Aisha war es damals erlaubt, als sie ein kleines Mädchen war und noch nicht das Pubertätsalter erreicht hatte. Wo finden wir das? In Fath al-Bari auf der Seite 143 im 13. Band. Das war's. Islam ist ruiniert. Mohammed als jemand, der ein wahrhaftig kleines Kind angefasst hat. Ne? Unglaublich.
deswegen hat sich auch dieser Liebe zum Dings da in Grund und Boden geschämt, ne? In Grund und Boden geschämt und hat versucht, seinen eigenen Gelehrten, Großgelehrten, du musst mal bei Wikipedia eingeben, wer Ibn Hajar al-Asqalani ist, das ist derjenige, der Sahih Bukhari erläutert hat für die Muslime. Der erklärt Sahih Bukhari, heftig, ne? Er hat sich also die Aufgabe gemacht, diese Mammutaufgabe Sahih Bukhari zu erklären. Wahnsinn, ne? Also ein Monster von einem Gelehrten bei den Sunniten. Wo es keine Diskussion gibt. Da kommt nicht irgendein Furz von TikTok, Euro-Shisha-Muslim, der so ein bisschen Bart hat und sagt, Ibn Hajar kann auch Fehler machen, der noch nicht mal einen Beweis gibt, ob der einen Fehler gemacht hat oder nicht. Er sagt es einfach nur so. So heftig sind die Muslime. Eine einzige Katastrophe. Ja. Das Schlimme ist, das wird nicht in den Medien gezeigt. Was sollen die, wo soll ZDF zeigen, dass Mohammed Neigung zu einem Kind hatte? Was meinst du, wie die Muslime ausflippen würden? Ja, das können wir nur in solchen Plattformen wie TikTok, YouTube und sowas den Leuten zeigen. Was meinst du, was morgen los wäre, wenn ZDF mit dieser Reichweite oder WDR und hast du nicht gesehen, die Mainstream-Medien darüber berichten würden, dass Mohammed die Menstruation nicht abwartete und mit einem Kleinkind geschlafen hat, das mit Puppen gespielt hat? Was meinst du, was morgen hier los wäre? Ja, das wäre wirklich schlimm. Uff. Ja klar, die Muslime würden ausflippen und die würden sagen, das stimmt nicht, obwohl es da steht. Sie können es nicht glauben, weil ihr Gehirn und ihr Herz das nicht zulässt. Wer will denn so einem Menschen nicht folgen, der ein Kleinkind angefasst hat? Sag es mir bitte. Wer kann das übers Herz bringen? Ist das dein Vorbild? Wenn das dein Vorbild ist, dann muss ihn ja auf Schritt und Tritt nachahmen. Richtig? Sonst ist das ja gar kein Vorbild, dann brauchst du ihm auch nicht zu folgen. Ja, natürlich. Das heißt, alles, was du in seinem Leben findest, ist ja empfehlenswert, nachzuahmen. Wurde empfohlen, nachzuahmen, richtig? Ja. Also, da haben wir es doch. Also, wenn er ein Kleinkind geheiratet hat, meinst du nicht, dass die Muslime auf die Idee kommen, auch ein Kleinkind zu heiraten? Ist ja ihr Vorbild. Ja, sie freuen sich sogar. Natürlich. Ja. Da sehen wir ja, wie der Satan halt mitspielt. So, er sagt, was meinst du, wenn diese ganzen Sittiche herausfinden, dass im Islam legal Kinder zu heiraten sind? Die würden alle zum Islam konvertieren, nur um an Kinder ranzukommen. Die würden die frommsten Muslime werden, glaubst du mir, wenn du ihnen das erklärst, dass im Islam legal Kinder zu heiraten ist? Legal, also es gibt keine Strafe. Was meinst du, was im Neujahr passieren wird, Amir? In Frankreich oder in Deutschland? Das wird ja alles noch schlimmer werden. Ja. Durch die Migranten. Deswegen. Ich mache nur noch meine Arbeit, ob ich morgen weg bin oder nicht weg bin, ob ich noch einen Tag weiter hier habe, das ist egal. Hauptsache, derjenige, der mir zuhört, kann damit etwas anfangen und für sich verwerten und eine Entscheidung raus aus diesem Wahnsinn treffen und eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen, der ihn liebt und sein Leben für ihn gegeben hat. Ich höre mich doppelt, Mann. Hast du gerade einen Anruf bekommen oder was? Ja, das kommt auch noch dazu. Dann erzählen sie, dass Rebecca 3 Jahre alt war. Merkst du? Weil sie wissen, dass der Islam und so, die islamischen Schriften, die Gelehrten diesen ganzen Wahnsinn hervorheben, müssen sie auch dann die Bibel angreifen und sagen, Rebecca war 3. Mohammed, das war schon in Ordnung, dass Mohammed ein 6-jähriges Kind angefasst hat. Also sie mit 9 Jahren entjungfert hat. Dabei bedenken sie nicht, dass Rebecca niemals 3 Jahre alt gewesen sein kann. Wenn sie Kamele getränkt hat, schwere Wasserkrüge getragen hat, mit Männern geredet hat, das ist doch Quatsch. Wie verrückt muss man sein, so eine Behauptung aufzustellen? Die ganze Welt wird den Herrn Jesus kommen sehen. Nicht auf einmal. Er wird in verschiedenen Phasen, an verschiedenen Orten erscheinen. Hans-Jürg hat am Anfang aus Habakuk 3 gelesen, Gott kommt von Teman her. Teman? Das ist Südjordanien. Südlich des Toten Meeres.
Ja, der Heilige vom Gebirge Paran. Wo ist Paran? Fahren Sie mal vom Toten Meer auf der Straße entlang der jordanischen Grenze nach Eilat und dann kommt plötzlich das Schild Paran. Sie sind mitten in der Negev-Wüste, ganz nahe an den roten Bergen von Edom und dann steht Paran. Er kommt von Teman hier, vom Gebirge Paran. Und so wird er an verschiedenen Orten erscheinen. Die ganze Welt. Die ganze Welt wird den Herrn Jesus Christus sehen. Abnormal, Bruder. Abnormal. Ja, jetzt ist dein Account weg, ne? Jetzt ist er. Ich weiß nicht, ob er weg ist. Mal sehen, ob der Ding Widerspruch durchgeht oder nicht. Belästigung, Mobbing steht drin. Einfach nur, weil ich ein Bild gezeigt habe. Ja, ist heftig. Heftig. Und während ich bei denen im Stream drin war, dass dieser Tauhid die ganze Zeit sogar meine privaten Chats gezeigt hat, Bruder. Er zeigt meine privaten Chats, da passiert gar nichts. Was? Wo ich bei der Debatte drin war, hat Tauhid die ganze Zeit private Chats von mir und ihm gezeigt. Da passiert gar nichts. Ich sag ja bei. Nein, es geht um Bild. Es geht um Bilder. Ja, aber private Chats darf man nicht zeigen, Bruder. Das ist strafbar. Sogar das. Ja, aber das System reagiert da nicht. Die reagieren eher auf Videos und auf Gesichter. Abnormal, wirklich abnormal. Wie TikTok versucht, die Leute zu erziehen. Ja. Trotzdem, die Katastrophe wird nicht abzuwenden sein. Abwarten und Tee trinken. Video sieht ihr. Das ist geil. Ja, Barsch. Ja, Barsch sind auch heftig. Ne? Die drücken Haarwasser von irgendwelchen, weiß ich nicht mehr. Bruder, falls du gerade was zeigst, man hört das halt nicht, gell? Nein, ich weiß. Ich muss vorsichtig sein, was ich hier so zeige und mache und tue. Hart, ey. Sonst werde ich auch gesperrt, ne? Das ist krank, ne? Hey, nicht normal, ey. Richtiger Maulkorb. Aber Hauptsache, du kannst den ganzen Tag Streams machen und die ganze Zeit den Herrn Christus beleidigen von unten bis oben. Das ist okay. Ja, natürlich. Der Herr Jesus Christus wird ja überall durch den Kakao gezogen. Tschüss, ey. Fledermaus sagt, warum macht ihr kein Instagram? Fledermaus, damit hast du sogar eigentlich gar nicht so unrecht, weil bei Instagram wurde noch nie ein einziges Video von mir gelöscht. Noch nie. Aber da gibt's halt weniger Reichweite wie hier. Das ist das Problem. Komm, ihr Lieben, wir spielen wieder jetzt 2 Minuten Tipico, okay? 3, 2, 1, los. Jetzt alle wieder zusammen. Komm, 3 Minuten. 3 Minuten auf dem Bildschirm tippen, auf Dr. Sheikh Abu Amirs Herz. Hier, wo mein Herz ist. Alle zusammen jetzt. 3 Minuten, komm. Ich mache auch mit. Ja, sehr gut, komm. Alle zusammen. Ich tue auf dein linkes Auge. Bis Auge sehr blau gut. Ist. Ja, also siehst du, wenn jetzt alle zusammen siehst, guck mal, wie das jetzt hochklettert. Wahnsinn, guck dir das mal an. Bam, 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 bam. Da siehst du, einmal muss Animation her und dann kommt das direkt. Zack, 5000 hoch. Das ist heftig. Danke dir, mein Lieber.
Pariser, danke dir auch, BR7. Hotel-Animation, ja, genau. Fehler, mhm. Danke, Carbonat, Errol, danke. Carbonat, Errol. Das war dieser Name, wo der Manuelsen so ausgerastet ist, ne? Das war der Name, ja, Carbonat, Errol. Der hat ihn beleidigt, stimmt, und dann hat Manuelsen seine ganze Familie beleidigt. Ja, endlich. Danke, Marie, danke auch wohl. Wieso muss ich so unnötige Sachen überhaupt wissen? Carbonat Error. Carbona. Carbona. Nimm mich bitte hoch, okay. Ja. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Armin, ich habe eine Frage. Ja. Unterstützt du den Salafismus? Nein, ich unterstütze überhaupt gar keine Muslime und ihren Salafismus oder was. Ich sage nur, dass diese Leute, die im Namen Allahs auswandern und kämpfen und, ne, du weißt schon, Nackentherapie verpassen, dass das authentische Muslime sind. Authentische Muslime. Ich war bei, kennst du Tobias Hoch? Ja, klar. Ich war bei ihm im Stream und wir hatten da über so geredet, halt über irgendwie, und da meinte ich halt, dass ich unter anderem wegen dir zum Ex-Muslim geworden bin. Und dann sagt er so, oh nee, Ex-Moslem, der geht gar nicht. Er unterstützt den Salafismus. Tobias Huch ist so jemand, der ist so undifferenziert mit seiner Meinung, das ist nicht mehr normal. Der ist wirklich sehr, sehr undifferenziert mit seiner Meinung. Auf einer Seite sagt er etwas, was wahr ist, wo er die Kurden unterstützt, etc. Aber dann will er das Problem nicht ansprechen, warum diese Kurden überhaupt dieses Problem haben. Er ist so undifferenziert mit seiner Meinung, das ist nicht normal. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, das ist so ungefähr, wie wenn ich sagen würde, ich gebe dir einen Kick gegen dein Schienbein, danach tut dein Schienbein weh. Und du tust dann argumentieren, nein, mein Schienbein tut nicht weh, weil du dagegen getreten hast, mein Schienbein tut nur weh, weil warum sagt der Typ das? Weil er sieht, dass meine Videos voll sind mit Beweisen für die Salafis. Und die sehen, dass ich das zitiere, was Mohammed und die Sahaba zum Beispiel praktiziert haben, und er dann denkt so, dass ich den Salafis so Zuspruch gebe, also den Salafisten sozusagen. Ne? Ja, aber dabei bemerkt er nicht, dass ich einfach nur das zitiere, was Mohammed im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert da getan hat. Die Gelehrten zur Hand nehmen und alles Mögliche und zeige, dass die Leute des Islamischen Staates die authentischste Gruppe des Islam sind. Mehr ist das gar nicht. Tobias ist jemand, der möchte jeden, Tobias ist einfach jemand, der möchte einfach nur jeden gefallen, jedem so Ding, Pudel in den Popo blasen, niemanden unglücklich machen, Hauptsache alle sind zufrieden, Hauptsache seine Reichweite wächst. Ich habe so dieses Gefühl bei ihm. Er tut nirgendwo ansprechen, warum die Kurden wirklich leiden, Hauptsache alle sind glücklich, niemand fühlt sich beleidigt, die Muslime nicht, die Kurden nicht, die Jesiden nicht, alle sind glücklich. Der hat so eine Position, unangreifbar, Teflon. Teflon Tobias. Er sagt auch, Stürzenberger ist schlecht, auch Beitrag zum Salafismus, Irfan auch, Kian auch, alle. Ja, normal. Das ist echt krass, dass ich das gehört habe. Ich habe ihn Anfang hab ich ihn eigentlich gefeiert, weil ich bin auch Kurde, aber jetzt, keine Ahnung. Na guck, du bist Kurde. Das war vorsichtig sein, deswegen sagt der Herr Jesus Christus, dass er der Einzige ist, auf den wir hören sollten. Ne? Denn ein Blinder kann einen Blinden niemals führen, beide fallen in die Grube. Deswegen müssen wir zum Gerechten, zum Heiligen, zum Sündlosen. Verstehst Amen. Du? Deswegen. Amen. Naja, aber du hast doch gesagt, dass du selber Kurde bist. Gibst du in der Sache Tobias recht oder den ganzen Quellen des Islams jetzt recht? Na, ich gebe ihm natürlich nicht recht. Deswegen war ich auch so geschockt und so. Das ist ja krass, wenn ich das gehört habe. Wo er das gesagt hat, meinst du? Ja. Weil ich meinte zu ihm halt, dass ich das Video mit Amir geguckt habe, wo er mit diesem Abonaji war auf der Straße, kennt er gefühlt halb Deutschland. Ja. Da meinte ich das so halt und da habe ich gesagt, dass ich so Verse gekannt habe, die ich auch nie in meinem Leben davor gehört habe und sowas. Und dann meinte ich, durch ihn bin ich zum Ex-Moslem geworden. Da meinte er, ja, da warst du noch nie ein Moslem gewesen. Gott sei Dank. Keiner für dich ist Moslem. Keiner ist Moslem, ehrlich. Nicht mal die Professoren, die abbauen vom Islam, sind Muslime. Es gibt keine Ex-Muslime, sozusagen. Ja. Das hör mal, was der Jesus Christus sagt. Hör mal, guck mal, wie wunderschön. Guck mal. Gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank.
Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke. Denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann umherzugehen. Das macht der Herr Jesus Christus. Das macht der Herr, mein wundervoller Herr und Gott. Das macht Jesus Christus. Auf den man nur staunen kann, auf den Herrn. Halleluja und Amen. Ami, das war's von mir. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, klar, kannst du machen. Ich grüße John. Das ging ja schnell. Auch an Exzellenz. Ja, euch auch noch. Amen. Mach's gut, mein Lieber. Okay. Ciao. Gottes Willen, mein Bruder. Als wären wir irgendwie im Fernsehen. Darf ich noch jemanden grüßen, schnell? Aber es ging wirklich schnell. Ist das heftig, ey. Dr. Sheikh Abu Hamid ist schon TV-Sender geworden hier. Ex-Muslim TV-Sender. Ex-Muslim TV. Ich brauche meinen eigenen TV-Sender, ich sag's euch. Ganzen Tag Ex-Muslim. Ich brauche mein eigenes Studio. Ich brauche meine eigene Satellitenfrequenz. Ich brauche meine eigene. Alles. Ich mache Jesus und Mohammed in Deutschland. Das wäre krass. Von morgens bis abends Hetzologie. Hetzologie? Wäre das schon nicht angebracht, mich zu finanzieren, deswegen die Steuergelder dafür zu benutzen, damit wir Aufklärung machen? Anstatt sich so eine Frau von RBB einen Stuhl für 80.000 Euro kauft. Genau. Und das Chauffeur für 20.000 Euro, Auto für 100.000 Euro von unserem Geld. Ja, dann würde das Geld wenigstens irgendwo landen, wo es was bringt, ey, zur Aufklärung wenigstens, dass dieses Land nicht komplett dumm bleibt. Ja, was meinst du, die Leute würden eher bei mir ihre GEZ bezahlen anstatt dem Staat? Weil bei mir hätten die noch Fakten. Fakten am Start. Auf jeden Fall. Anstatt den ganzen Tag angelogen zu werden, ey. Ja. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo man so wenig Aufklärung in Deutschland hat. Ich meine, man hat schon gar keine Aufklärung mehr. Du gehst in TikTok rein, in YouTube rein, dass du dich aufklären lassen und im Fernsehen findet gar nichts mehr statt. Keine Aufklärung. Hallo, irgendwann wird die Zeit kommen, dass man die Leute ihre Köpfe unter ihren Armen halten. Erst dann werden die Leute aufwachen. Ja. Gottes Segen. Gottes Segen allen. Ciao, Amir. Gottes Segen, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Hallo. Hast du kurz Zeit für mich, Amir, oder ihr beide? Immer, schön. Immer Zeit. Ich möchte halt einfach mal die Beweise von, also aus dem Koran, wie schlecht das der Koran ist, ja. Ich weiß, du hast das tausendmal erwähnt, aber ich möchte eben alles so aufschreiben, wenn das geht. So vielleicht 3-4 Sachen, zum Beispiel, wo steht, dass Allah ein Schienbein hat und so. Damit meine Muslime, also die, also meine Freunde halt einfach die Beweise haben von mir, ja. Dass Allah ein Schienbein hat, findest du in Sahih Bukhari 7439. Ja, warte mal. Und im Koran, Surah 68, Vers 42. 68, Vers? 42. 42, Koran, ja. Genau, und in Hadithen 7439, in Bukhari. Bukhari 7439. Bukhari. Bukhari. Ja. Bukhari, was? 7-3? 7-4-3-9. 7-4-3-9. Gut. Und wo steht, dass der Mohammed Minderjährige geheiratet hat? Also in Sahih Bukhari 51-30. 51 Buch. 30. Auch Bukhari, 61, ja? 30. 61, 30, Entschuldigung. Ja, 61, 30. Ja. Bukhari, ja? Ja, genau. Bukhari. Und was ist genau Bukhari? Ist das so,
auch. Das ist so die zweite authentische Quelle nach dem Koran. Also wenn du das einem sunnitischen Muslim dann zitierst, der kann nichts mehr sagen. Ja, und wo steht bitte die Ungläubigen? Suche 9, Vers 5. Suche 9? Vers 5. Suche 9, Vers 5. Super, gibt, also ich habe jetzt drei, hast du noch irgendeinen, so was ekelhaft ist? Also es ist ja vieles ekelhaft, aber... Du guckst doch meine Videos, oder nicht? Ja, nimmst du denn nicht nur, oder machst du dir keine Screenshots, oder schreibst du dir nicht irgendwann mal so ein bisschen was auf? Oder guckst du einfach nur oberflächlich meine Videos? nein, eben, mich interessiert eigentlich wirklich der Koran gar nicht. Nur deine gute Sache. Nein, aber wenn dich das nicht interessiert, warum schreibst du das dann jetzt auf? Jetzt interessiert es mich doch noch. Das meine Ja, dann guck dir doch die Videos an. Nimm dir die Zeit dafür. Du musst dir ein bisschen Zeit nehmen. Alles klar. Aber ich danke dir. Wer mein Bester? Also drei Sachen habe ich hier. Sobald die Muslimen kommen mit ihren Schwertern und so, dann habe ich. Ja, genau. Die stehen bei den Schoner an, ja. So, warte, ich muss dir kurz die Rechnung schreiben. Ich muss dir kurz Rechnung schreiben für diese drei Beweise. Das macht 86 Löwen und 275 Universen. Bitte überweisen Sie das. Kein Problem, Amir. Ich komme aus der Schweiz. Du weißt, hier, wir haben hier genug Geld. Kein Problem. Kein Problem, nein. Ich danke dir vielmals, gell, mein Lieber. Das war eigentlich schon alles. Und danke, also mach weiterhin so, ja. Ich Gott bin segne dich, mein Schippe. Mein Lieber, ja. Gott segne dich, Schippe. Dich auch. Mein Iraner. Bruder, I love Jesus. Mein iranischer Bruder. Bruder, I love Jesus. Ja. Guck mal, jetzt hast du zu viele Themen, hast du was? Nimm noch eins zu dem Thema Sklaven mit, und zwar Sunan Abu Dawud 21:55. Dann hast du noch eins für die Sklaven. 21:55? Also ja, die Sklaven dann, mit den Afrikanern, ja? Dann hast du noch eins für die Sklaven, dass die nach Autars gegangen sind, Sklaven genommen haben. Dann hast du auch noch eins zum Thema Sklaven. Alles klar. Und wie hieß das Wort vorhin vom Buch? Was? Sunan Abu Dawud. Wie nochmal? Welches Buch meinst du? Bukhari oder Sunan Abu Dawud mit den Sklaven? Suban, nein, sag das Suban, das geht mir alles zu schnell, Digga. Was ist das? Sunan! Ist das Indisch oder Arabisch? Das sind arabische Bücher. Naja, schon klar, aber sag schnell nochmal Sub. Sunan Abu Dawud. Abu Dawud. Dawud. Okay. Super. Danke. Jetzt hast du alle Themen. Gottes Segen dir auch, ja. Just Ice Aisha und Amir dir sowieso und alles gut euch, ja. Alles klar. Gott segne dich, mein Lieber, ja. Mach's gut. Gottes Segen, mein Bruder. Ciao. Ja. Dindar 36. Amir, ich habe in den letzten 24 Stunden zweimal TikTok Universe verschenkt. Irgendwann bist du dran. Du bist nur am Verschenken. Das ist heftig. Das ist krass, ey. Nein, du brauchst das nicht zu tun, mein Lieber. Gott segne dich für alles, was du schon getan hast. Oder da, Dindar 36. Ich glaube, er möchte hoch. Er hat 3000 Follower. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr wissender Muslim. Ja, ich habe doch schon tausendmal mit ihm geredet, der Dinder. Das ist ein kleiner Junge. Schienbein. Schienbein, was? Scheibengeleisterin. Scheibengeleisterin, auch guter Name. Schienbeingleisterin. Schienbeingleister. Danke. Was besser? Ja. Erhalt gebrochene Herzen. Amen. Erzählt die Sterne und nennt jeden Einzelnen beim Namen. Unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Amen.
Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Heile du mich, Herr. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wahnsinn. Wie viel Trost das schenkt, ne? Wenn man das so hört. Lasst uns Barmherzigkeit empfangen. Lasst uns Gnade erfahren, ne? Immer wieder, ne? Wenn wir so die ganze Zeit ja manchmal Dinge tun, die, wo wir denken so, oh, der Herr akzeptiert mich nicht mehr oder der Herr hat mich verworfen oder so. Aber wir dann wieder diese Zeilen lesen und die Worte Gottes in uns aufnehmen, die uns dann immer wieder diese Ruhe innerlich schenkt. Ne? Hört nochmal, guck mal. Amen. Ich preise nur dich allein. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. Und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Guck mal, wo Reza ist. Wir rufen mal Abu Hetzerei an. Abu Hetzerei, wo bist du? Reza, ich bin live. Ja, achso, nee, ich bin kurz vorm Einkaufen. Kommst du gleich auch live? Nee, ich muss dann nochmal den Wagen abholen bei Vitali. Okay, ja, gut, alles klar. Dann hören wir uns dann später, ja? Guck jetzt so. Alles klar, ich gucke jetzt so. Oder ich höre so. Okay, tschüss. 300 voll, Bruder. 300.000 voll. Danke an euch alle. Hey. Danke an euch alle, ihr Lieben. Gott segne eure Finger, ey. Gott segne alles in eurem Leben. Bruder. Alles an eurem Körper. Möge der Herr euch bewahren vor irgendwelchen Krankheiten und alles Mögliche. Amen. Bruder, ich habe das Zeugnis angeschaut nochmal von Nabil Qureshi und ich habe das nochmal hochgeladen gestern und er sagt selber, ich habe Trost gebraucht, ich habe den Koran aufgeschlagen und ich habe nach einem Vers gesucht, der mir Trost schenkt und ich habe keinen einzigen Vers gefunden, der mir Trost schenkt. Und dann habe ich die Bibel aufgemacht, Matthäus, und es hat keine 5 Verse gedauert und schon war ich bei Versen, die mir Trost geschenkt haben. Was ja, für ein Unterschied zwischen diesen beiden Büchern. Es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen den beiden Büchern. Wahnsinn, ne? Ja, ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wirklich. Zwischen Engel und Teufel, Tag und Nacht, wie du es haben möchtest. Außerdem zeigt uns dieser wunderbare Lohnt sich eine Steuererklärung für dich? Was kannst du? Immer diese Werbung macht mich bekloppt jetzt. Erwarten. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Ja, dein Beschützer schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft. So sieht das aus.
Ja, der Trost, den der Herr Jesus Christus uns schenkt in dieser heutigen Zeit, ist natürlich das schönste und höchste Gut, ne? Aber wir dürfen Muslime Geburtstag feiern? Ich denke nicht, nein. Jetzt bist du Sheikh Ibrahim, Bruder. Ja, genau. Allah allen. Aber Allah weiß es am besten. Was ich sagen wollte, ist, dass in keinem Glaubensbuch steht ja, dass der Satan alle Reiche hat. Und außer in der Bibel. Deswegen fallen alle Götter aus, außer der Herr Jesus Christus. Ja. Amen. So. Ja, und das war's eigentlich schon für mich. Also, okay, danke dir vielmals für deine Worte. Ja. Gott segne dich. Ja. Das ist schön. Das ist schön. Wir dürfen Christengeburtstag feiern. Ja, der Apostel Bruder, du hättest das nicht sagen dürfen. Bruder, du hättest das nicht sagen dürfen mit Carbonate-Roll und Manuelsen. Jetzt hat der extra Hintergrundbild gemacht. Von was? Mit Manuelsen, mit Bart. Also, das hat er schon die ganze Zeit gehabt. Nein, vorhin nicht. Doch, als ich das gesehen habe, hat er das schon gehabt. Echt? Ich hab's nicht gesehen. Ich sehe es jetzt mit dem Bild. Nee, da habe ich schon gesagt, der hat das Bild von Manuelsen da drauf, ne? Oh Mann. Dann hat es bei mir nicht angezeigt. Naja, oh, geht ja. Ups, jetzt. Hören wir uns Psalm 147 an. Halleluja! Lobet den Herrn! Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit den besten Weizen. Er sendet sein Gebot auf die Erde. Sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle. Er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlosen herab wie Brocken. Wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort. Da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Halleluja. Psalm 147. Hier ist das sogar auf Hebräisch. Hier wird das gesungen. Entdecken Sie die neuen Kollektionen für den Herrn. Mal gucken, wie sich das anhört. Psalm 147 auf Hebräisch. Yeah.
Gut, schön. Praise the Lord, O Jerusalem. Wahnsinn, dann sehen wir auf der anderen Seite, wie eine Religion ins Leben gerufen wurde, um genau das Volk Gottes und die, die sich zum Volk Gottes bekennen, zu verfolgen und Nackentherapie zu verpassen. Welche Religion macht sowas, die ins Leben gerufen wurde? Ja. Was die ganzen Aramäer, Armenier, Assyrer und alles durchmachen mussten durch den Islam. Und immer nur durch kleine Veränderungen. So arbeitet doch der Satan. Immer nur durch kleine Veränderungen, um die Leute zu täuschen. So, dass sie denken so, ah, vielleicht ist es doch falsch, weil das ist nur eine klitzekleine Änderung so. Immer nur durch kleine Änderungen täuscht der Satan immer seine Gefolgschaft. Unglaublich. Unbelievable. Weil wenn es so richtig große Fehler wären, wenn es so richtig große Änderungen wären, dann würde ja niemand sagen, ja, okay, stimmt schon, das kann nicht sein, das ist viel zu groß, anstatt dass es falsch sein könnte. Aber wenn es so kleinere Sachen sind, immer nur so kleinere Punkte, dann nehmen es die Leute immer so, wie soll ich sagen, irgendwie gediegener an. Und deswegen wird auch der Teufel immer kommen, immer so mit kleinen Dingern, so mit kleinen Veränderungen, immer mit kleinen Veränderungen. Einen nach der Reihe abgreifen, abgreifen und abgreifen, sodass einer nach dem anderen verloren geht. So sieht's aus. Das hat sie gespeichert gehabt. Ich hatte was gespeichert gehabt von Professor Werner Gitt. War auch sehr, sehr lehrreich. Viele Menschen glauben nicht, dass es dieses ewige Leben gibt. Ich hatte neulich, kam ich einen Brief von einer Atheistin, die mir das so geschrieben hatte. Da habe ich ihr geantwortet, sie mögen glauben, was sie wollen. Am Ende wird Jesus wiederkommen. Und wenn Jesus wiederkommt, wird die Menschheit eingeteilt sein in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, nennen wir sie Gruppe 1 und die Gruppe 2. Und Jesus hat ein Gesamturteil über die Gruppe 1 und über die Gruppe 2. Und zu der ersten Gruppe wird Jesus sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ein wunderbares Wort, ein prophetisches Wort, wo Jesus uns schon wortwörtlich sagt, was er uns zurufen wird. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das Himmelreich ist schon von Anbeginn der Welt für euch bereitet, dieser Platz. Aber dann gibt es die andere Gruppe, die haben sich atheistisch orientiert, haben nicht Jesus als Retter angenommen. Und er wird zu denen sagen, geht hin, ihr Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und wir sehen, da ist ein riesiger Unterschied dazwischen. Und wir alle, wenn wir noch nicht bei Jesus sind, haben die Einladung von Jesus, von unserem Schöpfer, der uns sagt, komm, pole um und komme zu der Gruppe 1. Und das hat Gott in unseren Willen hineingelegt, dass wir darüber entscheiden können, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Während unserer Lebenszeit entscheiden wir, ob wir zur Gruppe 1 oder zur Gruppe 2 gehören. Gehören wir zur Gruppe 1, dann haben wir eine wunderbare Zeit, nicht Zeit, sondern eine Ewigkeit vor uns, wo es kein Leid mehr geben wird, keinen Tod mehr geben wird, kein Geschrei, keine Krankheit, keine
zerplatzt gehen und alles, was es da gibt in dieser Welt, kein Hass, sondern nur noch die Liebe wird regieren in der Vollkommenheit. Und der andere Ort ist der Ort der Verlorenheit, der Hölle, wo alles kaputt geht, wo alles zerfetzt. Und das ist ein Ort des ewigen Hasses. Und wir sehen, die Unterschiede sind so groß, dass uns die Entscheidung, wohin wir wollen, sehr leicht fällt. Und darum auch am Ende dieses Vortrags, dieser Aufruf, wenn jemand noch nicht hundertprozentig bei diesem Jesus angekommen ist, dann sich sofort auf den Weg machen und die Sache festzumachen, damit wir ewiges Leben bei ihm haben. Das ist so grundlegend und wir können das alles auf naturwissenschaftlich hinführen zu dem Punkt, dass wir sagen, diesen Schöpfer, diesen unendlich intelligenten und allmächtigen gibt es und die Bibel berichtet uns sehr präzise von ihm. Amen. Viele Menschen. Die Menschen kategorieren sich in zwei Gruppen. Die einen sind die Ungläubigen und die anderen glauben an den Herrn Jesus Christus und seinen heiligen Namen und das, was er ihnen Gutes getan hat. Amen. Wahnsinn. Es ist der schmale Weg, der zum Leben führt und das ist nur durch den Herrn Jesus Christus. Der breite Weg, die Autobahn, wo viele drauf sind, die das nicht raffen, die von morgens bis abends mit irgendwelchen Sachen abgelenkt sind und die ihre Ewigkeit verpassen. Weil das alles für ein Märchen halten. Ja. Das ist so unglaublich. Kannst du lesen, Bro? Aber mir, Jesaja 45,5, okay. Jesaja 45,5. 45,5. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil, der ich Frieden gebe. Ach, Gott gibt Frieden? Was sagt der Herr Jesus Christus? Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Dankeschön. Jesus ist Gott. Aha. Ganz einfache Kiste, sehr, sehr gut. Also wenn Gott im Alten Testament den Frieden gibt und Jesus Christus im Neuen Testament sagt, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann, weil nur Gott diesen Frieden euch geben kann, Jesus ist Gott. Amen. Jesus spricht gerade da in Jesaja 45. Bitte. Amen. Und nix Allahu Akbar. Ever, was für Allahu Akbar? Immer wieder sehen wir, dass Jesus Christus Gott ist. Immer und immer wieder, ja, durch die ganze Bibel hinweg. Aber gerade Jesaja, ne, da ist so die Gottheit des Herrn Jesus Christus präsent. Ne, das ist unfassbar. Ja. Das ist absolut. Jesaja ist auch eines der wichtigsten Bücher. Natürlich. Die Gottheit des Herrn Jesus Christus ist absolut dort zu sehen. Absolut. Mhm. Jesaja 43 lese ich mal vor, Leute. Guck mal. Der Herr ist der Erlöser Israels. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Position ungenau. Wer ist der Erretter? Christus. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich. Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.
Ich will deinen Samen vom Osten herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen, gib heraus, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe, bringe hervor das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Was macht ihr gerade hier? Matthäus 13, 13. Alle Heidenvölker mögen zusammenkommen und die Nationen sich vereinigen. Wer unter ihnen kann dies verkündigen und uns Früheres hören lassen? Lass sie ihre Zeugen stellen und sich rechtfertigen. Dann wird man es hören und sagen, es ist wahr. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Heute ist euch der Retter geboren. Amen. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Amen. Ah, Apostelgeschichte 4,12. Ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Ja, von jeher bin ich derselbe und niemand kann aus meiner Hand erretten. Ich wirke, wer will es abwenden? Aha. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Aha. Unmöglich. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und habe sie alle als Flüchtlinge hinuntergejagt. Auch die Chaldäer in den Schiffen ihrer Jubelrufe. Ich bin der Herr. Ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Ah, euer König. Ich dachte, Jesus Christus ist der König, der Könige und Herr aller Herren. Offenbarung 19,16. Ups, wir haben ein Problem. Ich glaube, der Herr Jesus Christus behauptet, der Gott des Alten Testaments zu sein. So spricht der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad im mächtigen Wasser, der Streitwagen und Rosse ausziehen lässt. Herr und Macht, da liegen sie miteinander, stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen wie ein Docht verglommen. Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor, solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen. Noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopfer nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speiseopfern. Ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr um Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen. Ich dachte, der Herr Jesus Christus tilgt die Sünden. Aha. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Aha. Apostelgeschichte 3,19, richtig? Deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Zähle doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Dein erster Vater hat gesündigt und deine Lehrer haben mir die Treue gebrochen. Darum habe ich die Vorsteher des Heiligtums entweiht und Jakob den Bann preisgegeben und Israel den Schmähungen. Nur ein Kapitel, habt ihr gesehen, wie oft die Gottheit des Herrn Jesus Christus vorkommt? Nur ein einziges Kapitel. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Jesaja-Buch. Amen.
Unfassbar, ne? Sobald man Jesaja gelesen hat, das Buch Jesaja, das ist kein Wunder, dass der Herr Jesus Christus die Schriftrollen am Toten Meer finden ließ, durch einen Ziegenhirten namens Mohammed. Weil seine Gottheit dort bewiesen ist. Das ist Jesaja 9,5, Jesaja 53, Jesaja 43, Jesaja 35 und. Wir können das ganze Jesaja lesen und wir sehen die ganze Zeit den Herrn Jesus Christus sprechen. Sofort. Ja. Auch in Jeremia, die ganze Zeit. Ja. Und das Schönste daran ist, dass es 1:1, ohne Fehler, gleich wie heute in unseren Büchern steht. Lasst mich das euch zeigen, damit wir staunen. Damit wir über Gott staunen. Bruder, wir haben hier jemanden in den Kommentaren, der eine Krebserkrankung hat, der Bruder Zonet. Bruder Zonet, ja, nur für dich, mein Freund. Mein Bruder ist Zonet. Für dich lese ich vor. Oh mein Gott, schau auf den kranken Menschen vor dir. Er ist gekommen, um dich um das zu bitten, was er für das Wichtigste für sich selbst ansieht. Du, oh mein Gott, lass mein Herz verstehen, dass die Gesundheit der Seele das Wichtigste ist. Herr, möge dein heiliger Wille geschehen, wenn du willst, dass er geheilt werde. Worum wir dich inniglich bitten, dann gib ihm die Gesundheit. Aber wenn dein Wille anders ist, dann lass ihn weiter sein Kreuz tragen. Ich bete zu dir auch für uns, die wir für ihn bitten, reinige unsere Herzen, um uns würdig zu machen, deine heilige Barmherzigkeit zu übermitteln. Behüte ihn und lindere seine Schmerzen, dein heiliger Wille möge an ihm geschehen. Dein heiliger Name werde durch ihn verherrlicht. Hilf ihm und allen Kranken, mutig ihr Kreuz zu tragen. Amen, Bruder. Hört euch das mal bitte an, Leute. Das Stück der Ausstellung zum erstaunlichsten und bedeutendsten Fund. Es ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Jesaja. Unglaublich. Die Rolle stammt aus der Zeit um 200 vor Christus. Auf 7,34 Metern gibt sie nahezu lückenlos den Text des Prophetenbuchs wieder. So sieht's aus. Lückenlos den Prophetentext wieder, den wir heute in unserem Bibel zu finden haben. Wahnsinn. Gottfried Bühler trifft den Museumskurator Adolfo Reutmann. Was bedeutet es für ihn, dass die Jesaja-Rolle gerade 4 Wochen vor der Staatsgründung Israels der Öffentlichkeit vorgestellt wurde? Können Sie diese 2100 Jahre alte Schrift lesen? Ja, das kann ich. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das ich sehr bemerkenswert finde. Das hier ist der Anfang des Buches Jesaja. Okay? Das hier ist der Anfang. Und Sie lesen von rechts nach links, richtig? Ja, genau. Hazon Ishayahu ben Amot, Asher Chaza al Yehuda Yerushalayim. So, der Prophet Jesaja, der über Juda und Jerusalem prophezeit hat. Und Juda an Jerusalem. Now, das ist derselbe Text, der auch in unseren modernen Bibeln steht. Der Text dieser Jesaja-Rolle deckt sich bis auf wenige unbedeutende Abweichungen mit dem Text in der Bibel. Trotz einiger Risse und Beschädigungen kann der gesamte Text komplett entziffert werden. Das macht Gott, Leute. Eine Sprache, die über 2000 Jahre überlebt hat. Damit wir den Herrn ja nicht anklagen. Die Muslime haben keine Ausrede am Tag des jüngsten Gerichts. Sie können ja Gott nicht anklagen, ja du hast dein Wort verfälschen lassen. Nein, da sagt er, hey, ich hab meine Schriftrollen von Jesaja, meine Propheten finden lassen. Meinst du, ich lasse mich spotten von euch? Meinst du, ich lasse aus mir einen Clown machen oder was? Dass ich nicht in der Lage wäre, mein Wort vor Verfälschung zu beschützen? Was habt ihr aus mir gemacht, ihr Muslime? Vertraut ihr etwa nicht an meine Allmacht, dass ich es zulassen würde, dass jemand mein Wort verfälschen kann? Ja, seid ihr Panne in der Birne oder was? Was habt ihr bloß aus mir gemacht? So, sogar 3000 Jahre. Wisst ihr, dieser Text ist nicht nur ein archäologischer Text. Obviously, for different, natürlich ist etwas ganz Besonderes und hat für verschiedene Juden auch unterschiedliche Bedeutungen. Eine religiöse und geistliche Bedeutung, ebenso wie eine archäologische, soziologische und historische Bedeutung. So, für verschiedene Gruppen ist dieses Buch also auf unterschiedliche Art und Weise bedeutsam. Aber der gemeinsame Nenner besteht darin, dass dieser Text für alle Bedeutung hat. Und dann kommen die Muslime mit Sure 15, Vers 9. Inna nahnu anzalna dhikr. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt und wir werden ihr Hüter sein. Ja, jetzt entschließt sich auf einmal Allah, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Vorher hat er sich gedacht, egal, was ist mit Tora und Evangelium, egal.
Habt ihr sowas Abgefahrenes gehört? Auf einmal entschließt sich Allah, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Ist das krank? Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Ja, der Allah hat ja aufgetragen, den Juden sein Wort zu beschützen. Beim Koran beschützt er das selber. Ich kann nicht mehr. Wie lächerlich wollen die sich noch machen? Wie viel denn, Herr? Stinkt nicht ihre Heuchelei bis zum Himmel, Herr? Aber du bist ein guter Gott, Herr Jesus Christus. Du bist ein wahrhaftig guter Gott, dass du diese Jesaja-Rollen gefunden hast lassen von einem Mohammed. Halleluja. Das damit die Muslime keine Ausrede haben. Das ist wahrlich Gottes Gericht, dass es auch noch von einem Mohammed gefunden wird. Ja. Das ist genau das Blitzegleiche wie im Koran, wo es steht, wenn Mohammed lügen wird, dann werden wir seine Aorta durchschneiden. Und komischerweise passiert genau das. Und das ist genau das Blitzegleiche. Genau ein Mohammed findet auch noch diese Schriftrollen. Ja. Noch mehr Gottes Gericht geht nicht. Genau, so sieht's aus. Immer und immer wieder aufs Neue embarrassed, was auf Deutsch. Ich frage mich, wie man sowas überhaupt noch ernst nehmen kann, ehrlich. Geht doch gar nicht mehr. Gar nicht mehr, das ist absolut geisteskrank. Geisteskrank. Die Muslime stehen echt vor einer Rechnung, 1 plus 1, und sagen die ganze Zeit immer noch 3, 3, 3, 3. Ja, also das ist echt so lächerlich, ist das alles, eigentlich wirklich. Alles in ihrem Glauben ist 3. Dreimal Wasser durch die Nase, dreimal so, dreimal dies, dreimal mit so. Alles ist 3. Ja. Aber an die Dreieinigkeit glauben die nicht. Komplett. Der Moment hat immer alles dreimal gemacht. Dreimal abschütteln, dreimal durch die Nase mit Wasser und so. Alles ist 3. Nee. Der hatte so eine Obsession mit 3. Alles musste 3 sein. Mhm. Dr. Sheikh. Ist so. Das ist eine Zwangsneurosen. Das ist heftig, ey. Alles musste 3 sein. Everything has to be 3. Ja. Alles schön klauen. Oh nee, da ist schon wieder diese Muslime. Lies es doch, oh mein Gott. Yeah, yeah, yeah. Kannst du uns bitte verschonen mit deiner frauenverachtenden, weiß schon was. Blockieren ihn sofort. Ja genau, dreimal schwätzen, dreimal lügen, alles 3. Alles muss 3 sein. Schlaue Menschen lernen von gebildeten Menschen. Ja, du siehst doch hier einen guten, gebildeten Menschen, der dieser Religion Einheit gebietet. Deswegen sind die Leute ja hier. Die wollen nicht angelogen werden von dir und deiner Religion. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr Lieben, sie darf laut Islam das wahre Gesicht des Islams verstellen, ne? Taqiyya anwenden, damit das wahre Gesicht des Islams verstellt wird und sie dir die Wahrheit dann nicht sagt, ne? Wie der Islam in Wahrheit ist. Mhm. Was für eine heilige Lehre. Ja. Yeah. Wenn ich Interesse ans Christentum hätte, würde ich niemals zu Ex-Christen lernen. Warum? Du kannst da hingehen und fragen, warum sie das Christentum verlassen haben oder den Herrn Jesus Christus verlassen haben. Ist doch gut. Dann kannst du das ja durchgehen. Wenn du wahrhaftig wärst, dann würdest du dazu aufrufen, den Koran zu lesen. Ich danke dir, das habe ich ja getan. Habe ich getan. Danke, dass du zugibst, dass ich wahrhaftig bin. Hammer, danke schön. Ich bin auch so wahrhaftig. Bitte liest alle den Koran, Leute, damit ihr sehen könnt, wie das Leute, Buch... Warte, Sheikh. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, Leute, das bringt doch nicht, dieses Buch zu verbrennen. Lies es doch, damit ihr euch bildet. Damit ihr diese Religion auseinandernimmt in Sachen Wissen aneignen. Halleluja, du hast mich bestätigt, dass ich wahrhaftig bin. Dankeschön. Sag immer wieder, komm hier hoch. Immer wieder zeige ich dir, wer du bist und was deine Religion macht. Er sagt jeden Tag das Gleiche. Ja, du bist jeden Tag hier. Wer ist denn noch bescheuerter, du oder ich?
Er sagt jeden Tag das Gleiche. Ihr betet fünfmal am Tag, jeden Tag das Gleiche. Euer ganzes Leben. Euer ganzes Leben lang. Euer ganzes Leben lang. Fünfmal am Tag das Gleiche. Das ist so unglaublich, ne? Und dabei sprechen sie noch zu Mohammed. Sie sprechen noch in ihrem Gebet zu Mohammed. Direkt. Er ist schon tot und die reden zu ihm. Ja. Assalamu alaika, ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, assalamu alaika. Ayyuha an-nabiyyu, o Prophet, Friede sei auf dir. Die reden direkt zu Mohammed. Schirk. Ja, normal, weil das auch Allah ist. Ja, genau. Ja, Mohammed ist Allah. Schau doch auf meine Seite. Was soll ich denn von einer Frau lernen im Islam, die mir sagt, dass der Mohammed ein barmherziger Mensch war und gut mit Frauen umgegangen ist, obwohl ich das Gegenteil lese? Was soll ich denn bei dir lernen? Wie lange wartet schon Anas Islam auf dich? Jetzt kommt die mir mit Anas. Weil sie nicht mehr weiter weiß, macht sie jetzt sowas. Guck mal. Anas Islam, der kann nicht mal meinen linken Zeh debattieren. Anas Islam. Ich bin seit 6 Monaten hier und dann sagt die, jeder fordert dich heraus. Sollen die doch hier reinkommen, Mann? Ohne Witz, ey. Das Geile. Seit wann sagt denn eine Muslima das Geile? Ja, Ochti, hat mal ein bisschen Achlar und Adab. Was soll das? Nicht mehr normal. Ja, aber gut, nach Sure 24, Vers 33 kann ich dich ja als Prosti dann einstellen. Allah wird mir dann vergeben. Heftig, ne? Deine Religion sagt, dass ich dich auf den verkaufen darf. Subunternehmen. Ist das gut? Schön? Oh mein Gott. Amir, darfst du so? Nein, natürlich nicht. Er wird immer wieder geantwortet. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, der Allah sagt, wenn ihr eure Frauen zwingt zur Prostitution, kein Problem, Allah wird euch vergeben, ist kein Thema. Ja. Das sagt er wirklich. Yes. Amir, schick ihr Anfrage, dass sie hochkommt. Denkst du, sie kommt einmal hier hoch? Ich bitte euch, komm, bitte. Seid mal realistisch. Und ich wette mit euch, dass sie auch ihre Gesichtshaare entfernt. Pass mal auf. Ja. Allah verflucht diese Frauen, die ihre Gesichtsbehaarung entfernen, um dadurch schöner auszusehen und zu versuchen, Allahs Schöpfung zu ändern. Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 408. Frauen als Zeugen dürfen nicht mal zugelassen werden. Heftig. Kriminalität, Mord, Diebstahl etc. Buch von Bader al-Sanai, Band 9, Seite 4079. Frauen ist es nicht gestattet, Aussagen über jegliche Art von krimineller Straftat zu machen, die mit entsprechendem Strafurteil einhergeht. Du bist das Allerletzte in den Augen der Muslime. Raffst du das nicht? Nein, rafft sie nicht. Ja, pass mal auf, guck mal hier. Eine Frau ist es nicht gestattet, eine Ehe zu bezeugen oder eine Zeugin für jegliche Art von Straftat zu sein. Auch eine Eheschließung oder Scheidung kann sie nicht bezeugen. Wahnsinn, ne? Ja. Wie sollen die sagen, dass den Himmel unter den Füßen einer Frau liegt? Ja. Frauen stellen die Mehrheit in der Hölle dar. Sei Muslim, Buch 36, Hadith 6596. Allahs Gesandter sprach, ich hielt am Eingangstor des Paradieses an und ich sah, dass die allergrößte Mehrheit, die da durchgelassen wurden, die Armen waren und dass die Reichen davon abgehalten wurden, es zu betreten. Den Einwohnern der Hölle wurde befohlen, die Hölle zu betreten und ich hielt vor dem Tor der Hölle Höllenfeuer an und sah, dass die Mehrheit derer, die es durchschreiten, Frauen sind. Yahya sprach zu mir und berichtete von, was Malik von Muslim hörte.
der von Abu Salih hörte, dass Abu Huraira sprach, Frauen sind immer nackt, selbst wenn sie Kleidung tragen. Sie verhalten sich schlecht und lassen andere sich schlecht verhalten. Und sie werden den Himmel nicht betreten und das Parfüm des Himmels nicht riechen, dessen Duft ebenso lange wahrgenommen wird, wie das Verstreichen einer Zeitspanne von 500 Jahren. Muwatta Malik, Buch 48, Hadith 4847. Hätte es Eva nicht gegeben, würden Ehefrauen ihre Gatten nicht betrügen. Überliefert von Abu Huraira, der Gesandte Allah sprach, wenn es keine Juden gäbe, würde Fleisch nie verderben. Und hätte es Eva nicht gegeben, würden Ehefrauen ihre Gatten nicht betrügen. Guck dir das mal an. Er macht das anhand sowas dann fest. Unfassbar. Bruder, komm, du hast noch mehr. Ja, warte, es geht ja noch weiter. Keine Sorge. Mach weiter, bis ich dran bin. Hier, überliefert von Abdullah ibn Omar. Ich hörte, wie der Prophet sprach, böses Omen kommt von drei Dingen, dem weiblichen Pferd, der Frau und aus dem Haus. Sahih Bukhari, Buch 4, Hadith 52, Band 4, Buch 52, Hadith 110. Überliefert von Abdullah, Sahih al-Bukhari. Band 4, Hadith 336, der Prophet stand auf und hielt seine Rede und zeigte mit seinem Finger auf das Haus von Aisha und drückte aus, genau hier ist das Böse. Dies wiederholte er dreimal. Immer dreimal. Abu Huraira sprach, Sahih Muslim, Buch 8, Hadith 4367. Die Frau entstammte ursprünglich von einem Rippenknochen und es ist unmöglich, sie auf welche Weise auch immer zurechtzubiegen. Wenn du dich also danach sehnst, einen Nutzen von ihr zu haben, dann nutze sie aus, solange sie dir Verderbtheit innen hat. Und solltest du versuchen, sie zurechtzubiegen, wirst du sie zerbrechen und du zerbrichst sie, indem du dich von ihr scheiden lässt. Frauen sind mit Tieren gleichzusetzen. Pass mal auf. Im Buch Tafsir al-Kabir, Mafatif al-Ghaib von Imam al-Razi steht über Koransure 30:21 folgendes. Was Allah in Koransure 30:21 sagt, wir erschufen sie als das Eurige. Dies beweist, dass Allah die Frauen den Tieren gleich erschaffen hat, um den Mann und seine Bedürfnisse zu dienen. Aha! Du bist gleichgesetzt mit Tieren! Mhm. Und das Geilste, schon wieder sagt sie, das Geilste ist, du machst Werbung. Ignoranz pur, Ignoranz, bitte, geht nicht mehr. Ignoranz bis zum geht nicht mehr. Ja, pass mal auf. Aus dem Buch Die Wertschätzung von Arbeiten in Gesetzgebung, Worten und Werken vom Imam al-Muttaqi al-Hindi. Abschnitt 5 in Die Rechte der Ehefrau und des Ehemanns. Kapitel 1, die Rechte des Mannes über der Frau. Der Prophet Mohammed sprach in Hadith 44.801, der Ehemann hat das Recht über seine Ehefrau, wenn Schleim, Blut, Eiter und Schmutz aus der Nase kommen und die Frau dies mit ihrer Zunge ableckt, reicht es nicht aus, dem Mann hier sein bloßes Recht über sie zu geben. Solange es mir nicht gestattet ist, einen Menschen zu befehlen, vor einem anderen Menschen zu knien, will ich der Ehefrau befehlen, bei den Tugenden Gottes, vor ihrem Ehemann zu knien, wann immer er ihnen zu Hause auf sie zugeht. Ja. Ach, schön Puppel ja. Essen, ne? Schöne Puppel, oh ja. Sollen wir weitermachen, Bruder? Überliefert von Assam bin Yatama, der Prophet kam an einen Mord namens Al-Abwah oder Wadan an mir vorbei und wurde gefragt, ob es erlaubt ist, die heidnischen Krieger nachts anzugreifen, um ihre Frauen und Kinder einer Gefahr auszusetzen. Der Prophet antwortete, die Frauen und Kinder sind von ihnen. Innahum minhum. Könnte man sie töten. Sahih Bukhari 452. Sollen wir weitermachen?
Eines Nachts war ich Gast im Haus von Omar und mitten in der Nacht ging er hin und schlug seine Frau und ich trennte sie. Als er zu Bett ging, sagte er zu mir, O Ashad, lerne von mir, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Ein Mann sollte nicht gefragt werden, warum er seine Frau schlägt. Sunan ibn Majah 1986. Der Prophet sagte, eine Jungfrau sollte nicht verheiratet werden, bis sie um ihre Zustimmung gebetet wird. Um die Matrone, also eine erwachsene Frau, sollte nicht eher heiraten, als bis sie gefragt wird, ob sie mit der Heirat einverstanden ist oder nicht. Er wurde gefragt, O Gesandter Allahs, wie wird sie, die junge Frau, ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen? Er sagte, indem du schweigst. Einige Leute sagten, wenn eine Frau nicht um ihre Zustimmung gebeten wird und sie nicht verheiratet ist und dann ein Mann, indem er einen Streich spielt, zwei falsche Zeugen vorlegt, dass er sie mit einem Einverständnis geheiratet hat und der Richter bestätigt seine Ehe als wahre und der Ehemann weiß, dass die Zeugen falsch waren, dann schadet es ihm nicht, seine Ehe mit ihr zu vollziehen und die Ehe wird als gültig angesehen. Was ist das? Warte mal, Sheikh, lies es doch. Ich konvertiere zum Islam zurück. Wenn ich einen Trick anwenden darf, dich zu meiner Frau mache und du diese Ehe dann auf einmal eingehen musst und das vor einem Richter bezeugt wird. Unter zwei falschen Zeugenaussagen. Ich nehme Dr. Sheikh mit und nehme noch einen anderen Bruder mit. Ja. Das ist deine Religion. Ja. Und dann sagen die noch Ding, Frauen schlagen ist Ding auch noch Ding verboten, sagen die. Abu Bakr kam auf mich zu, schlug mich heftig mit der Faust und sagte, du hast das Volk wegen deiner Halskette gefangen genommen. Aber ich blieb bewegungslos, als ob ich tot wäre, sagt Aisha. Um aus Angst, um den Gesandten Allahs nicht aufzuwecken. Sie hatte Angst, ihn aufzuwecken, deswegen hat sie nicht geschrien, obwohl der Schlag so heftig war. Sie möchte es nicht wahrhaben, die ist auch nur am Trollen, deswegen spiele ich gerade ein bisschen. Das die soll weiter trollen. Die soll weiter in Tiefschlaf bleiben. Wie kann eine Frau sich zum Islam bekennen? Habe ich euch das nicht gesagt? Das ist in etwa so, als würde ein Hähnchen sich zu KFC bekennen. Ja. So ist das. Bruder, guck mal, was sie sagt. Sie sagt, du hast keine Argumente. Ja, ey, komm. Weißt du was? Geh für immer und ewig bitte hier weg. Tschüss, mach's gut. Du hast keine Argumente. Ich will diese Person hier nicht mehr sehen, ehrlich. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, was los ist in deren Köpfen. Bruder, die kriegt Hadith um die Ohren geballert und sagt immer noch, du hast keine Argumente. Ja, das ist das. Sie schämt sich im Grund und Boden und sagt auf einmal Heidebrä, du wirst noch sehen. So diese blöden Sätze, weißt du, Heidebrä, geilste und sowas. Wenn Gehirn nicht mehr da ist, dann Heidebrä. Kein Gehirn mehr, genau, ist Heidebrä. Ja. Amir hat seit 2015 keine Argumente. Nein, ich bin kaputt, das kannst du keine erzählen, ey. Ohne Witze, nein. Wie stolz manche Menschen sind, wie verschlossen ihre Herzen sind. Ja, genau, so sieht's aus. Nein, ich kann nicht. Das ist echt so, als ob ein Hühnchen sich zu KFC bekennt. Ja, das ist echt so. Ja, so. Oder eine Kuh zu McDonald's. Ja. Es geht echt nicht. Meine Güte. Ja, das kann nicht wahr sein, ne? Es ist Stockholm-Syndrom. Heidebrä. Von wem war das noch? Heidebrä. Kam die aus irgendeinem jugoslawischen Staat oder warum sagt die Heidebrä? Sobald Gehirn nicht mehr funktioniert, Heidebrä oder dicker. Sobald Gehirn nicht mehr funktioniert, dicker. Okay, Leute, jetzt wieder 2 Minuten Tipico. Komm, alle zusammen jetzt, ihr Wundervollen. 3, 2, 1, los. Bis alle zusammen, komm. Bis 350.000 jetzt in 2 Minuten. Zack. Wir schaffen sogar die 400.000 in 2 Minuten. Komm. Wenn alle Gas geben, dann ist das sofort zu machen. Jetzt keine Kommentare, sondern einfach nur knallen. Ich will keine Kommentare jetzt sehen, nur knallen. Knallen. Feuerwerkskörper. Knallen. Hm? Guck mal da oben, wie das so durchbrettert. Guck mal, direkt heftig.
Ja. So muss das sein. 2 Minuten, ihr Liebe. Komm, 2 Minuten. Oder mit Dr. Schnitzel zusammen. 30 Sekunden reichen, glaube ich, schon. Das ist heftig, ne? 2 Minuten durchknallen und dann geht's wieder weiter. Dann sind wir bei 390. Ja, also ist das auch richtig. Schon voll. Gott segne euch, die wundervoll. Ne? Guck dir das an, direkt auf 3. Guck mal da oben, das ist Power. That's Power. 400.000, genau, TC, genau. 400.000, bitte. Wir müssen vorankommen. Wahnsinn. Armin, hab Gnade mit meinem Daumen. Dann nimm den Finger raus. So. Komm jetzt, ihr Lieben. Macht 1 Million. Mach 1 Million, Ska. Heftig, Shake. Ne? 2,2 Millionen haben wir schon mal erreicht hier mit der Community. Wahnsinn. In wie vielen Stunden? 2 Stunden bestimmt. Nee, in 10 Stunden war das schon. 10 Stunden, aber das ist heftig. Die meisten kriegen sowas nicht hin. Nur die großen TikToker kriegen die über 2 Millionen Likes. Ne? Mhm. Unglaublich. Da merkst du mal, wie viel wirklichen Support du hast. Richtig krassen Support. Ja, klar, weil die Leute wissen ganz genau. Die Leute sind ja mit mir auch verbunden geistig, aber auch dieses ne, Wissen, was ich habe, haben die ja auch alle und wissen ganz genau, wovon ich rede. Nur ein Dummkopf würde sagen, Armin hat nicht recht, weil ich zitiere ja nur aus den Quellen. Ne? Ja. Alle Christen tun tippen, alle Muslime tun melden. Ja, genau, die melden und wir tippen, das ist so krass, ne? Es ist einfach nur krass. Aber es ist schon heftig, ne, dass der Mohammed gesagt hat, damit hat die Frau dem Mann noch nicht die Rechte gegeben. Er muss doch quasi ihm noch den Schleim von der Nase raussaugen. Ja. Bruder, vielleicht kennst du auch diese Geschichte, mit denen sie da und ankommen. Von wegen, bevor der Islam kam, haben die präislamischen Leute, die haben ihre Babys im Sand begraben. Das ist ein Mythos, das stimmt gar nicht. Ich weiß, das stimmt nicht. Das stimmt ist eine nicht. Faule Ausrede. Das ist eine faule Ausrede, das stimmt nicht. Das ist schon längst entlarvt worden. Sowas gab es nicht. So eine Praxis gab es einfach nicht. Dass die Araber ihre Kinder begraben im Sand. Das ist sogenannte Propaganda, ist das, ne? Ja. Nur um Mohammed ein bisschen besser dahinzustellen. Allerdings, nur deswegen sagt man das. Aber das stimmt nicht. Jetzt alle mit dem Schienbein. Genau. Jetzt alle mit dem Schienbein tippen. Brauchst du Suchtberatung, Maniac? Wer ist es? Rede jetzt aber süchtig. Hä? Ich verstehe nicht, wie manche Leute mit Daumen tippen können. Ich kann das gar nicht. Ich auch nicht. Aber ich kann mit Daumen nicht tippen. Geht nicht, meins ist gerade am Fliegen. Schienbeine sind am Fliegen. Boah, wir üben es mal. Das ist schon wie Wohnzimmer hier. Richtige Wohnzimmer. Ich gehe kaputt. Was steht auf dein T-Shirt? Engel. Ja, ist von Nike, keine Ahnung, irgendein Blödsinn, egal. Engel. Angel. Angelless. Endless, oder? Endless, ach endless, so. Du endlose Liebe. Endless Love. Ist das Israel auf dem T-Shirt? Ja, genau. Auf Tablet. Wie kann man als Frau, das geht nicht in meinen Kopf, bis heute als Frau sich zum Islam bekennen? Man hat also keine Ahnung vom Islam, wenn man sich als Frau zum Islam bekennt. Oder du wirst so eine heftige IS-Frau. Mehr ist das gar nicht. Richtig. Als Frau Wahnsinn. Kannst du dich gar nicht 400.000 voll, ey. 400.000 voll, Wahnsinn. Normal, jetzt 450.000, los geht's. Das ist so krass, ey. Dann komm, dann tippen wir jetzt alle weiter. Na, wir hören dabei den Jesus Christus zu. So ist das. Jesu Worte.
Was glaubt ihr, warum die in so Ländern wie Afghanistan den Mädels nicht erlauben wollen, dass die in die Schule gehen? Das hat schon seine Gründe, warum. Damit die nicht aufwachen, damit die schön weiter im Tiefschlaf bleiben. Damit die schön Analphabeten bleiben und nicht lesen können, was im Koran steht. Genau. Wahnsinn, ne? Nur deswegen. Nächster Halt, 500.000. Hier, die Liebe hört niemals auf. Hör zu. Gib in die Liebe. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz, der Apostel Paulus, 1. Korinther 13. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nicht. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Wow. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt auch nicht ungehörig. Sucht nicht ihren Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reizen. Trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Glaubt alles. Hofft alles. Hält allen Stand. Hält allen Stand. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Selbsterkenntnis vergeht ganz und gar. Denn Stückwerk ist unser Erkennen und unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, dann vergeht alles, was Stückwerk war. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt sehen wir nur rätselhafte Umrisse. Dann aber, von Gesicht zu Gesicht, jetzt erkenne ich und dann aber werde ich alles erkennen, so wie ich auch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist das Höchste. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ist die Liebe. Halleluja. Gib mir die Liebe, komm. Die Liebe ist das Höchste. Die Liebe ist das Höchste, habt ihr das gehört? Amen. 430. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Auch heftig, Leute. Ja. Lazarus, steh auf! Wahnsinn, der Herr Jesus. Im Koran steht kaum etwas über Liebe. Ja, warum?
Weil der Allah, einer der 99 Namen Allahs ist ja nicht die Liebe. Er ist der Liebende, ja, der Liebende. Aber nicht die Liebe, also dieses Synonym Liebe, das Vollkommene, ist er nicht. Versteht ihr? Such unseren Herrn, bitte ihn zu kommen. Kein Trost, gar nichts. Kein Trost, nichts. Herr, dein Freund ist krank. Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern zu Gottes Lobpreis. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin? Hat denn der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stolpert er nicht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Doch geht jemand in der Nacht umher, stolpert er, weil kein Licht in ihm ist. Unser Freund Lazarus schläft, aber ich gehe hin. Ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Ich gehe hin, um ihn aufzuwecken, Leute. Ja, wenn er schläft, wird er gesund werden. Lazarus ist tot. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am letzten Tag. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der mich glaubt, wer an mich glaubt, wird leben. Und sei er tot. Auch wenn er wird leben. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja. Amen. Ja, Herr, ich glaube das. Ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Geh und hole deine Schwester.
Nehmt den Stein weg. Nehmt den Stein weg. Er ist verrottet, der Lazarus. Der vierte Tag. Vierte Tag ist er schon tot. Hab ich dir nicht gesagt. Dem, der glaubt, wird Gottes Herrlichkeit offenbart. Unglaublich. Er kennt sie auch den ganzen Körper. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die hier steht, sagte ich es. Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Lazarus, steh auf. Komm heraus. Komm heraus. Oh. Unglaublich. Allein seine Worte, ne, wenn er das spricht, ist unglaublich. Komm, steh auf. Komm raus, Lazarus. Mit vollster Autorität, ne? Was macht Mohammed in vielen Leuten Kamelurin? Das ist unglaublich. Oder er schickt einen Blinden einfach sauer schauend weg. Löst die Blinden und lasst ihn gehen. Wahnsinn. So sieht das aus. Ja, jetzt mag einer sagen, ja gut, das steht in der Bibel, dass Jesus Christus sowas getan hat. Nein, wir haben außerbiblische Quellen, unabhängig voneinander, die sagen, dass Jesus Christus diese Wunder vollbracht hat. So sieht's aus. So sieht das aus. Weißt, ihr wisst ja, wie Atheisten auf einmal drauf sind und sagen, ja, du glaubst daran, weil es in der Bibel steht. Nein, ich glaube nicht nur daran, weil es in der Bibel steht, sondern außerbiblische Quellen das Ganze auch noch bezeugen. Historiker, die das aufgeschrieben haben, Leute, die das aufgenommen haben, unabhängig von der Bibel. So macht Jesus Christus das. Richtig. Ja, Mohammed konnte nur Kamelurin empfehlen und Honig. Und diese Sachen haben dann auch sehr gut geholfen. Nämlich ja, offensichtlich. Was für ein Vergleich, ne? Die haben so gut geholfen, dass er die, dass seine Schafhirten und seine Kamelhirten und seine Kamele getötet wurden. Der hat nicht nur das gesagt, der hat ja ein Muslim hat ja irgendwie Bauchschmerzen, hat er gesagt, geh und gib deinem Bruder Honig. Dann hat er gesagt, ja, aber Rasulallah, es wurde noch schlimmer. Dann hat er gesagt, gib ihm noch mehr Honig. Dann hat er gesagt, es wird noch schlimmer. Und dann hat er gesagt, gib ihm Honig. Der Bauch hat genug. But Rasulallah, it makes him more worse. Es macht ihn nur schlimmer. Sei ruhig. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Wie? Aber wir sagen dir die Wahrheit. Das tut ihm weh. Das kannst du niemandem erzählen, das ist so schrecklich. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Legendärer Spruch, legendär. War Mohammed mit einem Mönch befreundet? Ja, mit zwei sehr, sehr, bezeichnenden Mönchen, die ihm das Ganze auch gepredigt haben. Einmal war das Bahira und der andere war Waraka ibn Naufal. Diese beiden haben den Islam ins Leben gerufen. Diese beiden kamen mit dieser Lehre, dass Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben ist, dass er nicht der Sohn Gottes ist, dass er nur ein Gesandter Gottes ist. So,
Das sind diese beiden, die den Islam ins Leben gerufen haben. Diese sogenannten Ibioniter. Und deswegen war der Mohammed ja auch so traurig, als Waraka ibn Naufal starb, denn die Inspirationen haben auch auf einmal für eine Weile aufgehört. Genau. Galaxies. Samsung Galaxy. Samsung Galaxies. Viele sagen auch, dass Waraka der wahrhafte Vater von Mohammed ist. Der wahre Vater von Mohammed ist Waraka ibn Naufal. Ja, das glaube ich auch sogar. Warum sollte er denn sonst so traurig gewesen sein nach seinem Tod und sogar versucht haben, Selbstmord zu begehen, nachdem er gestorben ist? Ja, unter anderem. Ne? Und dann haben auch die Inspirationen auf einmal aufgehört und dann wurde er traurig und wollte sich von einem hohen Berg stürzen. Heftig, ne? Weil die Inspiration aufgehört haben, weil der Waraka ibn Naufal die Inspirationsquelle war. Und deswegen wollte er sich dann auch umbringen, weil es gar keine Inspiration mehr gab auf einmal. Ja. Genau. Weil die Quelle dann auf einmal weg war, der schönen Verse. Man merkt das auch im Koran, dass die Verse auf einmal... Und dann kam der Ibn Abisar, der dann Mohammeds Schreiber war, und da hat er gesagt, Allah ist der Beste, der Schöpfer. Ja, genau so. So habe ich es empfangen, Ibn Abisar. Schreib das auf. Hey, Mohammed, das ist doch von mir gewesen. Ja, aber ich habe es genauso empfangen, wie du es empfangen hast. Hä? Wenn du ein Prophet bist, dann bin ich auch ein Prophet. Das ist doch von mir. Ja. Sure 6, Vers 93. Genau, von Al-Wahidi. Das Verb in Nuzul von Al-Wahidi. Da erklärt er das alles. Wahnsinn. Ne? Leute, Sure 6, Vers 93. Ja, und das Ganze wird dann von Al-Wahidi dann erklärt. Lies das mal vor, Sheikh. Da haben wir das von Al-Wahidi. Da steht: Wer hat sich mehr Unrecht zu Schulden kommen lassen, als der, der eine Lüge wider Allah erdichtet oder sagt, ich bin inspiriert? Dies wurde über den Lügner Musaylima al-Hanafi offenbart. Dieser Mann war ein Wahrsager, der gereimte Reden verfasste und das Prophetentum für sich beanspruchte. Er behauptete, er sei von Allah inspiriert worden. Und wer spricht, ich will das Gleiche hinabsenden, wie Allah herabgesandt hat, dieser Vers wurde über Abdallah ibn Sa'd ibn Abisar herabgesandt. Dieser Mann hatte seinen Glauben an den Islam bekannt und so rief ihn der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede gebe auf ihn ja eines Tages an, um etwas für ihn zu schreiben. Als die Zeichen über die Gläubigen herabgesandt wurden, wahrlich, wir erschufen den Menschen aus seinem Erzeugnis nasser Erde, diktierte der Prophet sie ihm. Als er die Hand ausstreckte und sie dann als eine weitere Schöpfung hervorbrachte, drückte Abdallah sein Erstaunen über die Präzision der Schöpfung des Menschen aus, indem er sagte, gepriesen sei Allah, der beste Schöpfer. Aha. Ja, gepriesen sei Allah, der beste Schöpfer. Der Gesandte Allahs, Allah segne und schenke ihm Frieden, so wurde es mir offenbart. An diesem Punkt schließen sich Zweifel in Abdallah ein. Er sagte, wenn Muhammad wahrhaftig ist, dann wurde ich genauso inspiriert wie er. Und wenn er lügt, und wenn er lügt, habe ich genau das ausgesprochen, was er geäußert hat. Darum sind Allahs Worte, ich werde das Gleiche hinabsenden, wie Allah herabgesandt hat. Der Mann schwor dem Islam ab. Dies ist auch die Meinung von Ibn Abbas nach dem Bericht von Al-Kalbi. Abdallah Rahman ibn Abdan informierte uns, Mohammed ibn Abdullah ibn Nuaym, Mohammed ibn Yaqub al-Umawi, Ahmad ibn bla bla bla, Mohammed ibn Ishaq, Surabi bla bla bla, der sagte, dieser Vers wurde über Abdallah ibn Sa'd ibn Abisar herabgesandt. Dieser sagte, ich werde das Gleiche hinabsenden, was Allah herabgesandt hat, und entsagte den Islam. Und jetzt kommt's. Als der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, Mekka betrat, floh dieser Mann zu Uthman ibn Affan, der sein Milchbruder war. Uthman versteckte ihn, bis sich die Menschen in Mekka sicher fühlten. Dann brachte er ihn zum Gesandten Allahs, Allah segne ihn und gebe ihm Frieden, und erwirkte eine Amnestie für ihn. Er hat ihn verschont, weil es der Uthman ibn Affan, der Ding war, Kalif. Genau. Das war der Milchbruder vom Kalifen. Ja. Ja. Super schöner Glaube. Da seht ihr mal. Und der Satz ist heute immer noch im Koran von Ibn Abisar in Sure 23, Vers 12 bis 14. Wahrhaftig schön.
Ohne Fehler, dieser Koran. Deswegen, ich würde mich nie wieder für den Islam entscheiden, also niemals für den Islam entscheiden. Der hat nämlich einen ganz katastrophalen Ursprung. Ne? Mohammed wurde als falscher Prophet entlarvt und Worte von Menschen haben auch da reingefunden. Ja. Was ist denn, Doda? Was ist denn? Was möchtest du, Doda? Was sollen wir denn hier? Bitte nächste Thema, wo sie tagelang auf Wunder gewartet haben, Amir, bitte. Ja, sie haben Mohammed doch dazu aufgefordert, doch ein Wunder zu zeigen, weil alle Propheten irgendwas getan haben. Aber das konnte er nicht. Sein einziges Wunder war der Koran. Das war kein gutes Wunder. Ja, die Leute haben ihn zur Rede gestellt. Die meinten, ja, aber jeder Prophet ist doch mit irgendwas an Wunder gekommen. Warum du nicht? Ich bin nur ein deutlicher Warner, sagt der Mohammed. Deutlicher Warner. Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass hier die Muslime behaupten, dass er den Mond gespalten hat. Das ist Wahnsinn. Das ist eindeutig ein Plagiat, ey. Das, diese Mondspaltung ist ein Gedicht von Imre Reis. Der hat einfach den Koran reingepackt. Unglaublich, so dreist. Seht ihr denn nicht? Ich habe den Mond gespalten. Ja, genau. Genau, ja, genau. Wahnsinn, wir haben fast 500.000 gepackt, Leute, komm. Zwei Minuten wieder durchbrettern. Zwei Minuten, komm, durchbrettern. 3, 2, 1, los. 3 Minuten durchbrettern. Wir haben fast die 500.000 erreicht. Halbe Millionen. Billion. Halbe Million. Billion brauchen wir. Halbe Billion. Oh, wie das wieder nach oben schießt, wie schnell. Dr. Sheikh Abu Amir muss wieder ein bisschen animieren. Das hat nachgelassen. Da hat jemand auf YouTube ein Video gemacht und der hat das auch noch hundertprozentig ernst gemeint mit diesem Ding. Ich habe das Ding ganz kurz zusammengefasst, weil ich mir das nicht verkneifen konnte. Der zählt erst Christus seine ganzen Wunder auf und dann tut er so, als wäre das mit Ding Mohammeds Mondspaltung ernst gewesen und es hätte tatsächlich wirklich stattgefunden. Ich habe das irgendwo zusammengefasst, das dauert 15 Sekunden, das ist nur zum Totlachen, ey. Warte. Das ist nur zum Totlachen, Bruder, ich schwör's dir. Guck mal, warte. Ich such das kurz. Nee, hey, mein Gott. Wie kann man das nur glauben? Und dann kommen die Muslime heutzutage noch an und sagen, NASA hat Beweise gefunden für die Bespaltung des Mondes. Ich sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ja, NASA hat Beweise gefunden für die Spaltung des Mondes. Alles klar. Ja, da sind auf einmal Krater jetzt auf einmal zu sehen. Naja, natürlich klar. Das ist dann ein Zeichen für Mondspaltung. Ja. Unfassbar, ey. Da versucht man alles, um alles, diese Religion mit irgendwie, ja. Mit Lügen brechen. Mit Israel Lügen brechen. Ja, genauso. Gibt's nicht, Mann, wirklich, ey. Ja, doch. Der ist jetzt erstmal beschäftigt mit seinen 1,3 Milliarden Korane, wo niemand zu ihm kommt, um mit ihm zu reden, ne? Genau. Boah, sorry, Bruder. Bruder, guck mal, ich hab's gefunden. Boah, wie lustig das ist. So ein Freak, warte. Ich hab mich so tot gelacht, wo ich das gesehen habe. Ich musste. Ha, guck mal jetzt hier, was er sagt. Wie viele andere Gesandte Gottes vollbrachten Jesus und Mohammed auch Wunder. Jesus weckte zum Beispiel Tote wieder zum Leben. Er bildete aus Ton eine Vogelgestalt und hauchte in sie ein, wodurch sie mit Erlaubnis Gottes zu einem wirklichen Vogel wurde. Mit nur einer Berührung heilte er Kranke und Blinde. Er verkündete, was die Juden in ihren Häusern aßen, tranken und speicherten. Prophet Mohammed vollbrachte ebenfalls Wunder. Bereits in seiner Kindheit wies er ungewöhnliche Zeichen auf. Nach seiner Beauftragung als Gesandter vollbrachte er Wunder, wie zum Beispiel die Spaltung des Mondes. Weil der Islam schlau ist, weil der Islam rational denkt. Wie sagt er? Bereits in seiner Kindheit wies er ungewöhnliche Zeichen auf. Ja, sehr ungewöhnlich, Bruder.
Sehr ungewöhnlich. So Zeichen wie zum Beispiel, dass seine eigene Mutter ihn nicht haben wollte und ihn abgeschoben hat. Und sogar die Mutter, wo ihn abgeschoben hat, sogar die ihn nicht wollte und ihn zurückgeben wollte und trotzdem seine Mutter ihn nicht haben wollte. Ungewöhnlich. Oh mein Gott, ey. Kein Wunder, dass der Typ in seinem späteren Alter Ding Komplexe entwickelt hat. Daher kommt wahrscheinlich auch der ganze Hass auf Frauen, weil ihn seine eigene Mutter ihn nicht haben wollte. Das könnt ihr alle sehen bei dieser Doku. Mohammeds Psyche im Lichte der Wissenschaft. Dort wird das alles gezeigt, woher sein Hass auf Frauen kommt. Bruder, was suchst du gerade Schönes? Nee, ich habe gerade etwas erledigt. Weil der Islam rational denkt. Weil der Islam schlau ist, weil der Islam rational denkt. Voll rational. Ja, aber eins muss man Mohammed lassen. Er hat es geschafft, mit seiner Religion so viele Menschen von ihm zu überzeugen. So unglaublich, ne? Ja. Und die Figur Mohammed, ne, wenn wir uns das betrachten, da sagen einige Gelehrte, sind sich sogar sicher, dass er nie existiert hat. Das ist ja das Kranke noch daran. Ja. Es gibt für seine Nicht-Existenz mehr Beweise als für seine Existenz. Das ist das Geisteskrank. Dankeschön, ihr Lieben, für die 500.000. Siehst du, jetzt kann ich wieder fahren. 500.000 sind erreicht. Jetzt habe ich wieder Kraft bekommen. Bei der Dokumentation von Tom Holland, The Untold Story of Islam, diese Dokumentation gibt's nur auf Englisch. Die wurde einmal ausgestrahlt und hat eine Detonation ausgelöst. Muslime haben beim englischen Sender angerufen, über 1 Million Anrufe, die sich beschwert haben, so dass diese Dokumentation kein zweites Mal mehr ausgestrahlt werden konnte. Aber die ist im Internet. Dort könnt ihr sehen, wie die Muslime nachträglich Beweise gefälscht haben für Mohammed seine Existenz. Im Jahre 900 haben die Münzen gepresst mit dem Namen von Mohammed drauf, weil es die vorher nicht gab. Die haben das zurückdatiert bis aufs Jahr 900, obwohl das im Jahre 600 nicht gab. Das hat Robert Spencer auch eindrucksvoll bewiesen, ne, in seinem Buch Did Mohammed Exist? Der hat nie existiert, genau. Der Mohammed. Genau. Wenn ich mich auch entscheiden müsste, würde ich auch sagen, er hat nicht existiert. So wie Sven Mohammed Kalisch. Kennt ihr den Typen, der bei ZDF diese Dokumentation hatte oder dieses Interview? Der hat auch diese These vertreten. Der meinte, er tendiert eher dazu, dass Mohammed nie existiert hat. Und er ist Professor und hat den Islam angenommen. Der ist immer noch Muslim auch noch. Ja, aber sowas schließt ihn aus dem Islam aus. Zum Tode verurteilt. Ich habe das Video auf meinem Kanal. Sven Mohammed Kalisch. Ich hab das. Sven Mohammed Kalisch, genau so heißt der Typ. Ich hab das Video. Das müsst ihr euch mal zugeben. Ein Muslim, der selber noch Muslim ist, sagt es selber als Professor. Ja, man fragt sich, warum er da noch Muslim ist, ne, wenn er herausgefunden hat, dass Mohammed nie existiert hat. Ich glaube, der Druck der Muslime wäre zu groß, wenn er den Islam öffentlich verlassen würde. Er lässt das einfach so. Mhm. Er lässt es einfach so, wie es ist, versteht ihr? Deswegen sagte der Bart Ehrmann, die haben ihn gefragt, ja gut, Bart Ehrmann, du hast jetzt so oft die Bibel kritisiert. Du hast so oft versucht, die Bibel hier und da in ein schlechtes Licht zu rücken. Was ist mit dem Koran? Du weißt doch, dass der Koran sehr viele Sachen auch zu präsentieren hat. Warum kümmerst du dich auch mal darum? Sagt er, wenn eines Tages mir nicht mehr was an meinem Leben liegt, dann kümmere ich mich um den Islam. Weil er weiß, da gibt es direkt keine Markttherapie. Muslime halten den Islam nur mit Gewalt am Leben. Muslime behalten den Islam nur mit Gewalt am Leben. Nur durch Gewalt und Angst und Schrecken. Ja. Aber Bruder, Bart Ehrmann hat den Islam lächerlich gemacht im Interview mit Ding Mohammed Hijab. Ja, unbewusst. Ja, I don't buy it. Heftig, ne? Er hat einfach den Islam komplett zerbombt.
Ja. Mohammed Hijab hat gedacht, komm, wir holen mal Bart Ehrmann, den größten Kritiker des Christentums, und machen mal eine schöne Serie gegen das Christentum. Und was passiert ist, ist folgendes, dass er mal ganz kurz nebenbei den Islam zerstört hat. Voll nach hinten losgegangen. Was für ein Mist, der Mohammed Hijab in der letzten Zeit gebaut hat. Ne? Der hat zugegeben, ja, dass Kriegssuche 65 Vers 4 Kleinkinder gemeint sind und dass sie 5, 6, 4-Jährige heiraten dürfen, mit ihnen schlafen. Und er hat dann auch hier das Interview mit Bart Ehrmann, die Debatte mit David Wood. Einfach nur phänomenal. Er hat einfach den Islam als Muslim ruiniert. Wahnsinn. Komplett. Komplett. Danke ihm. Ich danke ihm wirklich. Noch schneller kann man den Islam nicht zerstören. Islam. The fastest growing religion in Baloney. Baloney is growing. Zeig du mal. Die islamischen Apologeten, der Baloney ist am wachsen. Der Islam schneller die Religion. Ohne Witz, ist echt so. Die islamischen Apologeten sorgen dafür, dass der Islam schneller kaputt geht, als die christlichen Apologeten tun, die wogegen den Islam argumentieren. Yes. David Wood sagt ja selber, die zerstören den Islam, ich mache seit 20 Jahren Anti-Islam-Content und die zerstören ihn ein Jahr schneller, als ich in 20 Jahren das schaffen konnte. Heftig. Einfach nur Hammer. Das ist das, wenn der Herr das da ein Anliegen hat, dass der Islam entlarvt wird, ne? Ja. Ne? Weil der Islam behauptet ja, die letzte Religion Gottes zu sein, also die letzte Botschaft Gottes. Jeder Christ müsste sich eigentlich sofort hinsetzen und dem Ganzen nachgehen und herausfinden, ob Mohammed so ein Prophet war und andere Menschen waren. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Und jeder Muslim, dem an seinem Leben nach dem Tod etwas liegen wird, jeder Muslim, dem sein Leben nach dem Tod etwas wert ist, der sollte doch eigentlich hingehen und sich endlich mal die Quellen des Islams durchlesen. Ja, ist euch euer Leben nach dem Tod nichts wert? Wieso befasst ihr euch nicht mit den Schriften? Jeder Christ tut sich... Guck mal, wie peinlich das eigentlich ist. Die Christen wissen mehr über den Islam als die Muslime. Das ist peinlich. Ja. Peinlich bis zum geht nicht mehr. Und auf TikTok sehen wir das Tag für Tag, wie irgendwelche Christen irgendwelche Muslime belehren. Das ist peinlich. Ja. Wo ist das wieder? Da muss ich mir gleich wieder ein Ausbau. Gabi, wann bist du hierher gekommen? Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Boten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel bekleidet. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Brot vom Himmel gab er ihnen. Ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Ich bin das Brot. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das ist der Herr Jesus. Aber ich habe gesagt, ihr habt gesungen und glaubt ihr. Aber gibt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ja. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und es ist der Wille, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die ihr mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse.
sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Dass ich sie auferwecke, habt ihr das gehört? Denn es ist... Dass ich sie auferwecke. Ich dachte, Gott kann uns nur von den Toten auferwecken. Ich komm sofort. Ja. Hallo, Mary, Schwester. Also echt jetzt, was ist mit dir? Glaubst du daran, dass alles aus dem Nichts entstanden ist, oder wie? Hm? Hallo, meine Sister from another mother. Ich zeige zu Atheisten immer nur gerne das, immer wieder das Gleiche. Und zwar von einem, ich mag das, ich liebe dieses Zitat von diesem Mann. Deswegen bringe ich es immer und immer und immer wieder und werde nicht müde, es immer wieder zu bringen. Das Zitat ist einfach wundervoll. Von Blaise Pascal, das ist einer der führendsten Mathematiker seiner Zeit gewesen. Er hat in den 1700ern gelebt, in den 17. Jahrhundert gelebt. Und er hat gesagt, hier, das Rezept ist einfach, vielleicht zu einfach, als dass man ohne weiteres darauf vertrauen würde. Schließlich geht es um den Glauben, um die ewige Seligkeit im Frankreich des 17. Jahrhunderts, also um viel, wo nicht um alles, aber Blaise Pascal spricht ohne Augenzwinkern. Er argumentiert mit der Eindringlichkeit des gläubigen Christen und zugleich mit der gelassenen Autorität des Mathematikers, der sich der Rationalität seiner Beweisgründe sicher ist. Nur zwischendurch klingt er wie ein Bankberater, der uns einen Fonds mit bester Rendite andrehen will. Ganz ohne Risiko natürlich. Und dann sagt er, das klingt so, wenn ihr gewinnt, so gewinnt ihr alles. Und wenn ihr verliert, so verliert ihr nichts. Wettet also, ohne zu zögern, eine Wette auf die Existenz Gottes ab. Das zeige ich immer wieder jedem Atheisten. Also, mein lieber Freund, falls du glaubst, dass alles wäre aus nichts entstanden, mir ist der Gedanke, dass es einen Gott gibt, lieber. Ja. Blaise Pascal, ne? Genau. Aha. Siehst du? Er hat das aufgestellt. Er hat nämlich absolut recht. Absolut hat er recht. An Gott zu glauben ist besser als nicht glauben. Ja. Ja, einfach weiter, ihr Lieben. Guck mal, das Buch des Lebens. Der Jesus. Es ist der Wille meines Vaters. Das alle, die den Sohn sehen. Glauben. Ich lebe. Und dass ich sie auferwecke. Dass ich sie auferwecke? Wecke am letzten Tag. Am letzten Tag. Der Jesus wird uns auferwecken. Aber es ist doch Gott, der die Toten auferweckt. Wenn Jesus nicht Gott ist, wie kann er Tote auferwecken? Am Tage des jüngsten Gerichts. Amen. Ihr werdet einen hohen Preis bezahlen. Die gesamten Muslime und alle Jesus-Gottesleugner. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Die Pharisäer, wie die miteinander reden. Mord nicht. Niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, der Vater. Nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Ein jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, der wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen. Der Sohn. Außerdem der von Gott ist, nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Absolut. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist das mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Wird er nicht sterben.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist eine Speise, wirklich. Und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Den Glauben schmecken. Dies ist das Brot. Hier redet der Jesus Christus vom Schmecken des Glaubens. Wer an ihn glaubt, deswegen nennt er solche Gleichnisse, damit die Leute verstehen, wenn sie zum Glauben kommen, nicht nur schmecken, sondern auch essen. Versteht ihr? Essen. Nicht nur schmecken, sondern wirklich wahrhaftig den Glauben auch aufnehmen. Amen. 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 Der Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch sprach, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Wollt auch ihr weggehen? Wollt auch ihr gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Sohn Gottes. Habe ich nicht euch die 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Die Worte des Herrn Jesus Christus, wie die durchdringen, ne? Durch Mark und Bein, ne? Wenn er spricht. Das versetzt dich immer wieder in Gänsehaut. Hallo, ich habe eine Frage, und zwar wurde Mohammed in der Bibel... Was? Wurde Mohammed in der Bibel als falscher Prophet prophezeit? Ja, in Matthäus 7. Ach so, ja, okay, danke. Weil, hütet euch vor dem falschen Propheten, der in euch, der zu euch kommt in Schafskleidern, inwendig aber ein reißender Wolf ist. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ah, das habe ich ja auch schon gehört, okay. Weil ich war verwirrt deswegen. Aber danke nochmal. Ja, und heute wollte ich noch was vorlesen von in Johannes 5, ab Vers 46, das ist ein sehr starkes Argument jetzt für die Muslime. Wenn ihr, also da sprach Jesus, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. So ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also er bestätigt selber, dass er der Gott im Alten Testament war. So sieht's aus, sehr gut. Das ist jetzt ab sofort mein Lieblingsvers, weil das ist wirklich so stark. Der Jesus Christus spricht ja immer
immer wieder zurück, dass er eigentlich das Brot des Lebens ist, dass er den Leuten das Brot des Lebens gegeben hat, dass er derjenige ist, der das Ganze geschafft hat, gemacht hat. Und die Pharisäer haben das auch so verstanden. Ja. Sonst hätten die Pharisäer ihn doch nicht angeklagt. Wofür haben sie denn dann angeklagt? Wegen Bonbon-Klauen oder was? Nein, wegen Gotteslästerung. Weil du, der du ein Mensch bist, dich genau. selbst zu Gott ja. machst. Na gut, Amir, dann werde ich bei dir noch... Ja, für den Islam kannst du auch, wie hier jemand geschrieben hat, 1. Johannes 2,22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass der Vater und, also der, das ist der Lügner, der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. So sieht's aus. Was ist das denn? Was machst du da, Dr. Sheikh? Bruder, die linke Frau, die tut demonstrieren für die Rechte von der Muslima und die Muslima demonstriert für ihren Kopf. Ach so, ja, das ist sehr, sehr krank. Ja, das ist das, ne? Das ist das, was im Iran passiert ist, ne? Die Linken haben den Muslimen an die Macht geholfen. Genau. Die Linke, Grüne, diese Ideologie. Genau deswegen habe ich das Bild reingemacht. Die Macht geholfen. Genau so war es. Bruder, du hängst gerade, falls du mich hörst. Befreit euch! Befreit euch, Muslimas! Befreit euch! Raus aus diesem Gefängnis! Geht raus aus diesem Gefängnis! Komm, ihr Lieben, lasst uns jetzt noch einmal zusammen beten und dann machen wir langsam Schluss für heute, ihr Wundervollen. Ne? Das ist gut. Ja, seid ihr damit einverstanden? Okay, ja, gut. Möchtest du für uns beten oder soll ich für uns beten, Dr. Sheikh? Da hat jemand die ganze Zeit Johannes 15,18 vorgeschlagen. Soll ich das machen? Johannes 15,18? Oder hast du einen Vorschlag? Ich wollte eigentlich jetzt beten und dann können wir uns noch einmal die Worte des Herrn anhören und dann machen wir dann Schluss. Hier, guck mal direkt. Das ist das Heftige. Ich gucke direkt hinten, da steht ein Geschenk an die Welt. Und genau das hören wir uns jetzt gleich an, nach dem Gebet. Ein Geschenk an die Welt. Okay, Bruder. Weil ich nicht so geübt bin im Beten, kann ich entweder was raussuchen oder du übernimmst das. Wie du möchtest, dann übernehme ich das. Das hat nichts mit geübt zu tun. Du redest einfach aus dem Herzen heraus. Egal, ob du jetzt Fehler machst oder nicht, das spielt keine Rolle. Der Jesus Christus will, dass du immer Gemeinschaft mit ihm hast. Und dieses Gebet, ne, ist ja dann diese Gemeinschaft, die du dann mit ihm gerade dann extremst dann hast. Mach du, ich lass mich von dir inspirieren. Für das nächste Mal. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich preise, ehre und lobe deinen heiligen Namen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir jetzt alle hier zu dir beten dürfen, Herr, dass wir dich preisen, loben, ehren und dir danken für das, was du für uns am Kreuz getan hast, Herr. Die Strafe, die du, ja, die Strafe, die ich und meine Geschwister hier hätten tragen müssen, hast du für uns getragen, Herr. Und diese Schmerzen hast du auf dich genommen, Herr Jesus Christus. Danke, dass wir aus Gnade leben dürfen, Herr. Danke, dass du so ein wundervoller Gott bist, der uns bewiesen hat, was Liebe bedeutet, Herr. Deine Liebe ist grenzenlos, Herr Jesus Christus. Und deine Gnade einfach phänomenal, Herr Jesus. Deine Worte sind immer wieder Balsam für unsere Seele und verpassen uns so eine Gänsehaut, Herr. Denn deine Worte sind
wirklich Frieden in unserem Herzen bringen. Die Frieden in unser Herzen bringen, Herr Jesus. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du die Probleme derer löst, die gerade sehr viele Probleme haben. Sei es Geldnöte, sei es irgendwelche anderen Probleme, Herr. Nimm du dich ihrer an, Herr, und sei ihnen ganz nah in schwierigen Zeiten, Herr Jesus. Lass noch ganz viele Menschen zu dir finden, bevor du zur Entrückung ansetzt, Herr Jesus Christus, und benutze uns für dein Wort, Herr. Denn dein Wort ist die Wahrheit und du hast immer die Wahrheit gesprochen, Herr Jesus, denn du kanntest keine Sünde. Noch hast du jemals etwas gemacht, was verwerflich wäre, Jesus Christus. Danke, Herr, dass du so ein schönes Vorbild bist und dass wir so ein schönes Vorbild auch haben, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden einzelnen Bruder, jede einzelne Schwester, die gerade hier ist und die das noch hören wird. Herr, wir beten auch für die Muslime, die das hören, Herr, dass du sie segnest, behütest und beschützt. Ihre Familien segnest, behütest und beschützt, Herr Jesus, dass du sie ziehst und ihnen zeigst, wie wundervoll du bist, Herr. Und dass sie dich brauchen, um errettet zu werden, Herr. Denn keine Religion kann das geben, was du uns geben kannst, Herr Jesus. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 Der Jesus Christus ist das Wundervollste, was es gibt auf der Welt. Und jetzt hören wir uns noch das letzte, das Geschenk an. Das ist heftig, das Geschenk an die Welt. Leute, das ist krass. Mal gucken, was hier gesagt wird. Hörst du das gut? Hört ihr das gut? Bisschen lauter, Bruder. Lauter, Bruder, lauter. Noch wird nicht gesprochen, gell? Was? Noch wird nicht gesprochen, gell? Nee, noch wird nicht gesprochen, aber du hörst ja den Ton, oder nicht? Ja, den Ton hört man jetzt. Ja, gut, ist doch gut. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Immanuel, Jesus Gott mit uns. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Des Höchsten. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Thank you.
dir, Elisabeth. Mögest du stark und gesegnet sein. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem Ganzen... Fürchtet euch nicht, immer wieder. Es kommt der Engel Gabriel, der echte Engel Gabriel in der Bibel und sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch etwas. Wie ist aber der Engel Gabriel zu Mohammed gekommen? Kann mir das einer mal sagen? Gleich sagt es einer. Ja. Ist das der gleiche Engel Gabriel? Aha. Ha, da haben wir den. Gewirkt. So sieht's aus. Heftig, ne? Es handelt sich nicht um den gleichen Engel. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Nee. Alle Muslime, die das sehen, wie der Engel Gabriel in der Bibel auftaucht und wenn er zu Mohammed auftaucht, wie er sich dann gibt. Merkt ihr das? Ja. Volk zum Teil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Der Retter geboren. Aha. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt. Es ist für die Muslime so unvorstellbar, dass Gott sich so erniedrigt hat und die Stellung eines Menschen annahm und hier als ein sterbliches Wesen in diese Welt eintrat. Wahnsinn, ne? Das ist für die so das Allerschlimmste, an sowas zu glauben. Dabei haben sie Gottes Tiefe nie begriffen. Dass Gott sich selber entschieden hat, Mensch zu werden. Shalom Aleichem. Sie kamen, um das Kind anzubeten. Sie fielen anbetend vor dem Kind nieder und beteten es an, weil sie genau wussten, wer auf einmal da geboren wurde.
Okay, ihr Lieben. Das war's. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen. Sein Angesicht Amen. Über euch leuchten lassen, ihr Wundervollen. Amen. Dankeschön, dass ihr heute wieder dabei wart, ihr Gesegneten des Erlösten. Lasst euch niemals von irgendeiner anderen Ideologie, von irgendeiner anderen Religion oder sowas unter das Licht führen. Nein. Der Jesus Christus hat allen Religiositäten am Kreuz ein Ende gesetzt. Das war's. Der Weg ist bereitet und jeder darf gerettet werden. Du darfst so kommen, wie du bist, zum Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, leider hängt es jetzt. Genau, wo er gesagt hat, du kannst so. Das Schönste. 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 Und schon wieder hängt es. Und lasse dich vom Herrn Christus tragen. Bleib stark in deinem Glauben. Bleib stark auf deinem Weg. Traue auf Christus, vertraue auf Christus. Amen. Okay, ihr Lieben, dann beende ich den Stream jetzt. Dann sehen wir uns, so Gott will, dann morgen. Oder ja, so Gott will und wir noch leben, dann morgen. Ne? Gott segne euch, ihr Lieben. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen, ciao, ciao.